Ja, ich denke, wir beginnen mit unserem Webinar. Ich darf Sie, werte Mitglieder, Interessierte, recht herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen. Im Besonderen begrüße ich, wir sehen, Helmut Tauber, unser Abgeordneter, ist auf der Fahrt in den Regionalrat in Trient, aber wird uns begleiten in den nächsten 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie viele Fragen und wie viele Anregungen gegeben werden. Wir haben uns entschieden, und das ist auch richtig so, für Fragen, Unklarheiten, Empfehlungen, aber vor allem für Informationen, wie auch in den vergangenen Wochen und Monaten Ihnen, werte Mitglieder, zur Seite zu stehen. Wir haben Aufmerksamkeit erzielt mit unserem eigenen Weg, mit dem eigenen Landesgesetz, das der Südtiroler Landtag am letzten Donnerstag verabschiedet hat. Gestern zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung groß aufgemacht mit dem Titel Vorbild Südtirol und hat unseren Weg aufskizziert. Und in der Folge hat man auch dann vernommen, dass der Druck auf die anderen Regionen, Provinzen Italiens gegenüber der Zentralregierung gestiegen ist und dass es mittlerweile auch schon ein leichtes Umdenken der zentralistischen Ausgangssituation von Rom ist. Wir aber in erster Linie haben ein eigenes Landesgesetz, das in der Anwendung sehr deftig ist. Das wissen wir. Wir haben Bestimmungen enthalten, mit denen bei weitem nicht alle Betriebe, Kleinstbetriebe, Restaurantbetriebe, Bars gut leben können, das ist klar. Aber zumindest haben wir mal einen Start. Man kann den Betrieb unter schwierigsten Bedingungen öffnen. Bars, Restaurants wissen Sie seit Montag dieser Woche. Und die Beherbergungsbetriebe, alle Beherbergungsbetriebe, egal ob gewerblich oder nicht gewerblich, ab 25. Mai. Sie werden sich sagen oder fragen, was wollt ihr als HGV mit der Öffnung am 25. Mai, wenn die Grenzen noch geschlossen sind, wenn es Reiseempfehlungen gibt, wenn es Reisebeschränkungen gibt. Wir arbeiten seit Wochen auf allen Ebenen, um diese Reisebeschränkungen abzufedern. Es gibt heute Meldungen, dass Deutschland und Österreich bilaterale Abkommen treffen werden. Es gibt Meldungen aus Brüssel. Unser EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann bringt sich für unsere Sache in Brüssel direkt ein. Es gibt dort bestimmte Maßnahmen, die zu befolgen sind. Aber es gibt auch zufällig heute wieder eine Videokonferenz zwischen dem Land Südtirol, vertreten von Landesrat Philipp Achammer und Landeshauptmannstellvertreter Arnold Schuler, IDM Hansi Pichler, mit dem tourismuspolitischen Sprecher der Bundesregierung Thomas Barreis und der österreichischen Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Also wir hoffen schon, und das ist natürlich Voraussetzung, dass unsere Gäste aus dem deutschsprachigen Raum, die ja nach wie vor 50% des Gesamtaufkommens an Nächtigungen in Südtirol generieren, dass im Laufe des Monats Juni diese Reisefreiheit voll wieder zurückgegeben wird. Wichtig für uns auch der lokale Markt, das ist klar. Es hat den Anschein, dass italienweit, also von Regionen zu Regionen, mit 1. Juni diese Reisebeschränkungen definitiv aufgehoben werden. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Als Einleitung möchte ich noch anbringen, dass es uns bewusst ist, dass die bisherigen Unterstützungs- und Fördermaßnahmen von Seiten der öffentlichen Hand nicht ausreichen. Ich habe das auch bei unserer Landesversammlung vorgestern nochmal klar deponiert. Es braucht die verbesserten Darlehen,
weit bessere Zinssätze, es braucht Verlustbeiträge und wir kämpfen auch für die Abschaffung der GIS, vor allem im laufenden Jahr 2020. Also wir bringen uns überall ein, wo es möglich ist und versuchen mit all unseren Partnern entsprechend die Voraussetzungen für das Arbeiten in unseren Betrieben in dieser sehr schwierigen Phase, sehr schwierigen Zeit zu erleichtern. Ich begrüße weiters heute in der Runde und gebe dann das Wort schon weiter unseren Direktor Dr. Thomas Gruber, Vizedirektor Raphael Mooswalder und dann vor allem die Fachexperten in unserem Verband für Personalfragen, Wilfried Allenberger für Rechtsangelegenheiten, Frau Dr. Evelyn Schieder für Steuerangelegenheiten und Stefan Amplatz und für Fragen der Finanzierung und Unternehmensangelegenheiten Herrn Schmidt-Klaus. Ich danke einstweilen wir, Helmut Tauber, meine Wenigkeit, stehen natürlich weiterhin für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich habe gesehen, es sind mittlerweile weit über 300 Teilnehmer, die unsere Videokonferenz verfolgen und gebe das Wort an unseren Direktor Dr. Thomas Gruber. Ja, danke, Herr Präsident Manfred Binsler. Schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Ich denke, man sollte jetzt zunächst auch vielleicht nochmal auch den Status Quo-Bericht von unserem Landtagsabgeordneten Helmut Tauber uns anhören, wie das mit dem Landesgesetz geschehen ist, die Hintergründe dazu, beziehungsweise wie es eventuell weitergeht. Wir haben ja gehört, dass Rom eventuell das Landesgesetz anfechten möchte. Das ist auch wichtig, dass uns da Helmut Tauber aus erster Hand seine Einschätzung wiedergibt. Bitte, Helmut. Mikrofon, bitte, Helmut. Mikrofon muss einschalten. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich hören. Alles okay? Hört man mich? Jawohl. Lieber Präsident, lieber Direktor, Vizedirektor, liebe Experten im HGV, sehr geehrte HGV-Mitglieder, HGJ, danke für diese Einladung und ich entschuldige mich, dass ich jetzt im Auto bin. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg zum Regionalrat. Ganz kurz ein Feedback, wie alle mitgekriegt haben, war sich vor allem natürlich unsere SVP sehr bewusst, dass unsere Menschen vor Ort arbeiten wollten und couragiert haben wir dann beschlossen, ein eigenes Landesgesetz zu machen. Wir haben es dann auch innerhalb fast 10 Tage durchgezogen. Normalerweise braucht ein solches Gesetz mindestens 1,5 Monate. In der Zwischenzeit ist es in Kraft und wie es Dr. Gruber gerade geschildert hat, ist natürlich Rom gar nicht erfreut mit unserem Weg und hat natürlich auch schon einiges angedeutet. Die Realität ist jetzt diese. Unser Weg ist Gesetz, das ist da. Jetzt kann natürlich Rom einen Einspruch machen. Fakt ist, das geht dann alles nicht ganz so schnell. Die Situation ist folgende. Wenn wirklich eine Eingebung von römischer Ebene ist, dann wird das sicherlich mindestens einige Monate dauern und wir hoffen, dass spätestens jetzt am 18. konnte die nächsten Erleichterungen machen wird und dass dann dieser Druck auch von Südtirol eher wegkommt. Die Realität ist die, ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Gesetz ein gutes Gesetz für Südtirol gemacht haben. Vielleicht haben Sie, liebe Mitglieder, bereits schon gesehen, dass die ersten Ankündigungen ja schon da sind, was da alles kommen soll. Und unsere Maßnahmen, auch wenn sie für uns schwierig sind, wie sie der Präsident ja angekündigt hat oder beschrieben hat, sehen wir, dass auf nationaler Ebene bestimmte Reduktionen noch viel extremer sind. 1:4 Meter beispielsweise, es gibt keine Erleichterung Rücken an Rücken und viele, viele Dinge mehr. Ich kann nur hier von meiner Seite bestätigen, dass ich in Zusammenarbeit ganz massiv mit dem HGV bis in die letzte Minute versucht habe, für uns das Bestmöglichste im ersten Moment rauszuholen. Es sind
viele Erleichterungen von uns dann noch auf den Weg gebracht worden. Wie gesagt, die Möglichkeit, in den Barbetrieben am Pudel was aufzuschenken, die Reduktion von Rücken zu Rücken, die Möglichkeit, durch die Abgrenzungen diese 2 Meter auch zu unterschreiten. Dann weitere Dinge sind diese, neben den Schutzmasken, auch die Plexi-Visiere, die dann vielleicht im Bereich Küche oder im Service auch eine Erleichterung für die einzelnen Personen sind. Die ganze Situation natürlich auch für die Hotelbetriebe sehr, sehr schwierig. Auch dort haben wir versucht, bestmöglich uns einzubringen. Die Problematik der Personenanzahlen insgesamt haben wir durch die Quadratmeterberechnung von den Zimmern wegbekommen. Wir haben dann versucht, natürlich auch den ganzen Wellnessbereich Erleichterungen zu schaffen. Das ist jetzt im ersten Moment leider noch nicht gelungen. Da sind wir weiterhin dabei. Für die Familienbetreuung haben wir nochmals Erleichterungen gemacht und viele, viele Dinge mehr. Also ich persönlich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir alle starten, dass wir ein Signal nach außen geben. Wir haben auch gestern schon viele Rückmeldungen von unseren Betrieben bekommen, dass es alles nicht ganz so einfach ist. Trotzdem denke ich, müssen wir jetzt einfach versuchen, diesen Weg weiterzugehen und werden feststellen, dass wir schrittweise dann auch weitere Erleichterungen bekommen werden, wenn die Fallzahlen natürlich weiterhin so sind, wie sie jetzt sind und sich weiter verbessern. Wie auch der Präsident gesagt hat, haben ja andere Länder, spezifisch jetzt Hotellerie, viele, viele Maßnahmen ja noch nicht klar definiert. Wir haben wirklich versucht, sehr klar für unsere Betriebe Lösungen zu definieren. Wie gesagt, sie sind absolut nicht einfach. Wir müssen jetzt hier weiterarbeiten, versuchen weiterhin Druck zu machen und gemeinsam versuchen, schrittweise künftige Erleichterungen für uns einzubringen. Dankeschön, dabei nochmal. Gut, danke, Herr Dauer, sind Sie einverstanden? Bis dann werden wir jetzt eben zu den Fragen unserer Mitglieder übergehen. Vorweg, ich glaube, ganz wichtig, dass man auch ein bisschen weiß, wie das ganze Webinar, diese Videokonferenz jetzt mit bald 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von dannen gehen wird, braucht natürlich ein bisschen eine Struktur, ein Regelwerk. Das möchte ich jetzt ganz kurz schildern. Heißt, grundsätzlich sehen Sie, geschätzte Mitglieder, im Bild nur jene Menschen, die dann auch Ihnen auf Ihre Fragen entsprechend antworten. Auch nur jene Menschen, die jetzt im Bild sind, die Referenten vom Präsidenten abwärts, können auch akustisch einen Redebeitrag leisten. Es war natürlich schon unmöglich, mit 380 Menschen dort auch eine Diskussion akustischer Natur zu führen. Nichtsdestotrotz, genau deswegen haben Sie ja gestern aufgerufen, uns schon vorweg Fragen zu übermitteln. Da sind sehr viele Fragen kennen, 60, 70, so indikativ. Mit diesen Fragen möchten wir zunächst starten, weil wir die Mitglieder sich dort bemüht haben, im Vorfeld sich Gedanken zu machen. Und wir denken, dass schon sehr viele weitere Fragen oder ähnliche Fragen wir damit auch zur Genüge abdecken können. In jedem Fall können Sie aber auch während dieser Konferenz jetzt, können Sie wiederum Fragen stellen, schriftlicher Natur. Sie sehen das in Ihrem Bildschirm unten eingeblendet, wo das Zeichen mit den Sprechblasen steht. F und A steht da. Bei diesem Zeichen kann man einfach draufklicken. Dann können Sie im Wesentlichen live Ihre Frage uns schriftlich zusenden. Der Dr. Moswalter, Vizelektor, wird diese Fragen dann entsprechend clustern. Wir übermitteln auch so, versuchen wir, diese auch möglichst kompakt an der Reihenfolge, die sie gestellt worden sein, zu beantworten. Ein wichtiger Hinweis noch, diese Videokonferenz wird aufgezeichnet. Das heißt, alles, was wir heute reden, besprechen, an Anregungen erhalten und an Antworten geben, werden Ihnen dann als entsprechendes Video übermitteln. Das werden wir gleich im Laufe des heutigen Tages möglich sein, dass man da ein bisschen einen besseren Überblick hat zu dem Ganzen, was heute dann auch besprochen sein wird. Schön, das ein bisschen zum Ablauf an sich. Dann, Präsident, darf ich sagen, starten wir mit dem ersten Fragenblock. Und zwar, aber ein bisschen zusammengefasst, betrifft vor allem das ganze Thema Regeln am Tisch bzw. Distanzregelung. Natürlich heißt diskutiertes Thema. Ich tue es jetzt ein bisschen versuchen zusammenzufassen und versuche schon, die Frau Dr. Schieler
sich vorzubereiten, betrifft vor allem Ihren Bereich. Da gibt es mehrere Fragen dazu. Wie schaut es aus mit dem Abstand zwischen den Familienmitgliedern am Tisch? Wie kann ich dafür sorgen, dass dies so eingehalten wird? Beziehungsweise muss man diese Abstände auch an der Bar überwachen? Natürlich ist es so, dass generell, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, für die Einhaltung dieser Vorschriften der Gastwirt, die Gastwirtin grundsätzlich zuständig. Und ich denke jetzt mal wichtig, eben die Schiller, die grundsätzliche Distanzregelungsgeschichte zu erläutern, natürlich auch im Speziellen das Thema Familienmitglieder, das ist eine ganz einfach ist zum Händen. Bitte, Frau Dr. Schiller. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ja, eines der häufigsten Fragen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben, ist effektiv die Erklärung oder die, ja, also die Erklärung der jeweiligen Distanzregeln, vor allem in den Schankspeisebetrieben, weil die ja seit Montag öffnen dürfen. Grundsätzlich ist es so, dass für die Schankspeisebetriebe die 1:10-Regel nicht gilt. Die 1:10-Regel wäre die Regel, dass auf den Flächen eine Person je 10 Quadratmeter anwesend sein kann. Also diese Regel gilt für die Schankspeisebetriebe beziehungsweise die Bereiche in den Hotels für die Verabreichung von Speise und Getränk nicht. Dennoch wird die Personenanzahl eingeschränkt und zwar mit der Abstandsregel. Die Abstandsregel sieht Folgendes vor, dass die Tische so angereiht oder so gereiht sein müssen, dass zwischen den Personen, die an den Tischen Platz nehmen, 2 Meter Abstand ist. Das ist nicht Tisch-zu-Tisch-Kante, 2 Meter Abstand, sondern Person zu Person. Das heißt Nase zu Nase, Schulter zu Schulter. Dann gibt es eine Ausnahme von der Abstandsregelung, und zwar, wenn ich meinem Gegenüber Rücken an Rücken sitze, da ist der Abstand 1 Meter. Das heißt, von Banklehne oder Stuhllehne zur nächsten Stuhllehne 1 Meter Abstand. Und das ist die allgemeine Regelung. Und aufgrund dieser allgemeinen Abstandsregelung 2 Meter ergibt sich dann die maximale Personenanzahl, die im Saal oder im Speisesaal beziehungsweise in der Bar Platz nehmen dürfen. Der Abstand gilt auch an der Bar selbst, am Tresen. Also es ist möglich, wie der Herr Tauber gesagt hat, durch Intervention, dass auch das Pudelgeschäft weitergehen kann unter Voraussetzungen. Und zwar, die Gäste können am Tresen stehen, müssen untereinander, also Gast zu Gast, untereinander einen Abstand von 2 Meter haben und die Maske tragen. Und die Abstandsregelung können aber unterschritten werden, wenn geeignete Trennvorrichtungen eingebaut worden sind. Das sind Trennvorrichtungen in einem Material, das man desinfizieren kann. Also in diesem Fall gilt die Abstandsregelung nicht. Und dann haben wir noch einen Ausnahmefall, und zwar seien immer die Abstandsregelungen dann nicht einzuhalten, wenn Personen, die im selben Haushalt leben, am selben Tisch sitzen. Dann brauchen die Abstandsregelung 2 Meter von Person zu Person ebenfalls nicht einhalten. Wichtig ist auch zu sagen, dass jene Personen, die am Tisch sitzen, keinen Mundschutz tragen müssen, dass jene Personen, die an der Theke stehen, auch wenn sie in 2 Meter Abstand einhalten, die Gesichtsmaske tragen müssen. Danke, Frau Dr. Schiller, vielleicht noch ergänzend, weil es auch in dem Kontext gefragt worden ist. Das kann ich, glaube ich, schnell beantworten. Es war die Frage, wie lange gelten die Regeln, die Abstandsregeln und dergleichen mehr. Das ist ganz einfach grundsätzlich zu sagen, dass alles, was jetzt in dem Namensgesetz drinsteht, auch dann Schutzausrüstung und so weiter und so fort, einmal vorerst bis zum 31. Juli 2020 gilt. Logisch hoffen wir alle, dass davor schon eventuell auch weitere Lockerungen in diesem ganzen Kontext möglich sein. Das Ganze natürlich abhängig davon, wie sich die ganzen Infektionsraten entwickeln, die ja zum Glück alle positiver sein. Vielleicht noch ergänzend, Frau Dr. Schiller, was dann auch inkludiert ist als Thema. Wie kann ich eben, das ist ja die Problematik, wie kann ich feststellen, dass diese Gruppe an Menschen, 4 Menschen spazieren beim Gasthaus oder Restaurant, einer in die Bar, wenn sie niederbuchen, sagen, ich gehöre zum Familienkern, ich bin im gleichen Haushalt zu Hause. Das ist auch viel gestellte Frage und sorgt natürlich für Verunsicherung. Bitte Ihren Einsatz, Frau Dr. Schiller. Also grundsätzlich ist es immer natürlich, wenn eine typische Familienkonstellation bei der Tür hereinkommt, Mama, Papa, Kind, mehrere Kinder, dann glaube ich, ist es nicht notwendig, sich zu erkundigen, ob die Personen im selben Haushalt leben. Gehen wir davon aus. Wenn allerdings Konstellationen, das heißt eine Gruppe jüngerer Personen, eine Gruppe älterer Personen zur Tür hereinkommt oder Personen, wo ich genau weiß, dass denen zusammenarbeiten, dann ist natürlich notwendig, dass ich als Betriebsinhaber die Kunden darüber informiere, dass sie nicht zusammensitzen dürfen. Sollte ich nicht wissen, ob die Personen im selben Haushalt leben, dann wäre gut, dass ich sie laut danach frage und sie mir dann eine Antwort geben, beziehungsweise sobald ich frage, kann sie darauf hinzuweisen, wenn es nicht im selben Haushalt lebt, dann müsste es einen Abstand von 2 Metern einhalten.
Das ist eine sehr häufige Frage, weil dann das natürlich notwendig ist, im Falle einer Kontrolle den Kontrollorganen nachweisen zu können, dass sie alles mir Mögliche unternommen habe, um die Regeln einzuhalten. Wenn mir die Personen natürlich ins Gesicht sagen, ja, wir wohnen alle zusammen, dann habe ich nicht das Recht, diese Personen irgendwie nach einem Ausweis zu fragen oder nach irgendwelchen anderen Dokumenten zu fragen. Das heißt, ich muss mich erkundigen und muss mich auf die Antwort der Gäste verlassen können. Also darauf hoffen, dass die Gäste mir eine richtige Auskunft geben. Und dann im Falle einer Kontrolle eben unter Umständen Zeugen habe, die eben bestätigen können, ja, der Gastwirt hat alles oder die Gastwirtin hat alles gemacht, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. Ja, danke. Ich muss noch nachhaken, weil auch das in diesem Kontext zu weit schon fortgeworden ist. Natürlich aus einem legitimen Gedanken heraus, um sich besser in dem Kontext absichern zu können. Wie wäre es, wenn ich diese Runde an Menschen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, dass die jetzt in einem weichen Hausfall gehören, eine Art Einerklärung unterscheiden lasse, um mich selber zu schützen? Gleich vorweg, das ist heute so nicht vorgesehen. Und Frau Dr. Schiller, bitte das einmal noch ergänzen, dass das in der Form eben ein schwieriges Unterfangen ist. Bitte. Also könnte ich theoretisch machen. Könnte ich auch praktisch machen, ist vom Gesetz nicht vorgeschrieben, ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Muss mir dann aber vollkommen bewusst sein, dass ich allen Auflagen des Datenschutzes unterliege. Das heißt, dann dürfen wir nicht nur eine Eigenerklärung unterschreiben lassen, sondern muss gleichzeitig eine ausführliche Information dem Gast geben, was mit diesen Daten passiert, wieso ich diese Daten sammle, wo ich diese aufbewahre, für welche Zwecke ich diese verwende und so weiter. Das heißt, das Unterschreiben einer Eigenerklärung erzeugt Bürokratie. Mit der Unterschrift der Eigenerklärung ist es noch nicht getan. Natürlich habe ich ein schriftliches Dokument, aber es führt zu einem Rattenschwanz von weiteren bürokratischen Auflagen, die ich erfüllen muss und die natürlich in diesem Fall korrekt zu erfüllen sein. Danke, Frau Dr. Schieder. Also alles Vor- und Nachteile. Ich denke mal, alle über den Buch, auch alle Mitglieder zu Hause, können Sie sich vorstellen, dass die Praxis noch wahrscheinlich oft mal ein bisschen anders ausschauen wird, sagen wir mal so. Ein weiterer größerer Block nach Leitungsverfahren fürs Allgemeine ist eine sehr legitime Frage, die kann glaube ich ja kurz beantworten. Hinweis, Anregung, war es nicht sinnvoll, wenn EU-weit im Wesentlichen alle Regelungen in diesem Kontext, ob Bar, Gastronomie, Hotellerie, alle gleich lauten würden, damit die Gäste bzw. ja, die Gäste, die auch noch ein Jugendbekommen und sich mal auskennen würden. Ich glaube, das müsste vielleicht auch das Land noch besser zu beantworten. Ich denke, eine große Herausforderung, wenn wir sehen, dass leider Gottes die einzelnen Staaten in dieser Zeit alles andere wie einheitlich agiert haben. Aber grundsätzlich sicherlich wäre es ideal, wenn es einheitliche Regelungen geben würde, wobei man auch schauen muss, auf welchen Standard das sich bewegt. Nicht? Weil wenn wir EU-Regelungen hätten, die was ganz, ganz noch viel schärfer wäre wie unsere, dann müssen wir auf der anderen Seite vor sein, dass wir den Mut gehabt haben, da eben auch Lockerungen, die weit gegangen sind, einzuführen. Also auch da ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Nächster Block, auch wieder Richtung Rechtsabteilung. In den Schieder betrifft das Thema Masken, Schutzausrüstung und dergleichen mehr. Ich will ein paar substanziell herauspicken, weil sie alle in die gleiche Richtung gehen. Wie schaut es grundsätzlich aus? Wo brauche ich genau die FFP2-Masken? Wo brauche ich sie nicht? Brauche ich sie in der Küche oder brauche ich in der Küche andere Arten von Masken? Wie schaut es aus mit alternativen Schutzvisier, was ja auch alternative eingekommen ist? Also grundsätzlich viele Fragen mal zum Thema Masken. Darf ich mal den Vlog machen, da gehen wir noch immer weiter mit weiteren Fragen zu weiterer Schutzausrüstung. Bitte, Frau Dr. Schieder. Ja, das Tragen der Masken wird uns noch sehr lange Zeit begleiten. Wir haben da verschiedene Situationen bzw. verschiedene Punkte zu beachten. Wir haben einmal den Punkt Mitarbeiter, Arbeitssicherheit Mitarbeiter zu beachten und zum anderen allgemeine Mundschutzpflicht der normalen Bürger bzw. der Gästekunden. Was die Mitarbeiter angeht, ist so, dass jeder Mitarbeiter, der in Kontakt mit einem anderen Mitarbeiter, und da zähle ja natürlich die Betriebsinhaber dazu, also mit im Betrieb beschäftigten Personen gehabt, muss aus Arbeitssicherheitsgründen eine chirurgische Maske tragen. Und zwar immer dann, wenn er mit anderen Mitarbeitern in Kontakt kommt. Dann haben wir spezielle Bestimmungen und das sind die Bestimmungen der FFP2-Masken für Mitarbeiter, die im Service beschäftigt sind und das sind eben Mitarbeiter im Service bzw. auch Mitarbeiter in der Bar, die Kundenkontakt haben, längeren Kundenkontakt haben. Die müssen
eine FFP2-Maske tragen beziehungsweise ein Gesichtsvisier. Das heißt, jeder Mitarbeiter grundsätzlich, ob das in der Rezeption ist, ob das in der Küche ist, ob das in der Etage ist, also jeder Mitarbeiter, der mit anderen Mitarbeitern in Kontakt kommt, muss eine chirurgische Maske tragen und jene Mitarbeiter im Service müssen die entsprechenden FFP2-Masken tragen beziehungsweise ein Gesichtsvisier tragen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch weitere Fragen schon beantwortet. War die Frage, wie schaut es aus mit den Zimmermädchen, Zimmerreinigungspersonal, glaube ich, auch schon hiermit im Wesentlichen beantwortet. Ohne zu viel außen diesen Kontext, sind eine sehr wichtige, legitime. Ist der Hotelbetrieb verpflichtend, auch den Gästen Mundschutzmasken, Handschuhe und so weiter und so fort zur Verfügung zu stellen? Oder müsste diese der Gast selber mitbringen? Aber ich denke, das ist natürlich auch ein Service-Thema, was man sich generell stellen muss, aber zur Pflicht selber bitte, Frau Dr. Schieder, Pflicht oder nicht Pflicht, Gäste? Also bei den Gästen redet man ja zu Atemschutz, also Pflicht zum Atemschutz von, sagen wir mal, Nicht-Mitarbeitern. Auch die Personen sind verpflichtet, einen Atemschutz zu tragen. Und da geht es auch wieder um die Abstandsregelungen in den Gemeinschaftsräumen, in den Gemeinschaftsflächen der Beherbergungsbetriebe, beziehungsweise grundsätzlich der wirtschaftlichen Unternehmen. Die Grundregel ist so, dass Personen untereinander, die sich auf den Gemeinschaftsflächen aufhalten, einen Abstand von 2 Metern einhalten müssen, ohne einen Gesichtsschutz zu tragen. Wenn dieser Abstand unter 2 Meter geht, dann müssen sie einen Gesichtsschutz tragen. Das heißt, ein Gast, der sich in der Hotellobby aufhält und zu den anderen Personen einen Abstand von 2 Meter einhalten kann, braucht keinen Gesichtsschutz. Sollte dieser Abstand allerdings auf unter 2 Meter gehen, dann muss auch der Gast in den Gemeinschaftsräumen des Betriebes, Gemeinschaftsflächen, innen und außen einen Gesichtsschutz tragen. Dieser Gesichtsschutz kann eine chirurgische Maske sein, kann aber auch eine selbstgenähte, handgemachte Maske sein, so wie für den normalen Bürger auch. Also da gelten nicht so die strengen Regeln wie für die Mitarbeiter. Bei den Mitarbeitern geht es um Arbeitssicherheit. Und man kann, und ich denke, das ist Service für den Betriebsinhaber, den Gästen einen Gesichtsschutz zur Verfügung stellen. Wo der Gesichtsschutz für die Gäste auf alle Fälle genutzt werden muss, ist bei der Nutzung von Buffets. Bei der Nutzung von Buffets, unabhängig davon, ob das jetzt die Buffets im Restaurantbetrieb sein, im öffentlichen Restaurant, oder ob das die Buffets in der Hotellerie sein, Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Abendsbuffet, dort muss der Gast, um das Buffet nutzen zu können, einen Mundschutz tragen, beziehungsweise Einweg, also Mundschutz plus Einweghandschuhe. Und dort ist es dann natürlich Aufgabe des Betriebsinhabers, dafür zu sorgen, dass der Gast diese Auflagen erfüllen kann. Sollte der Gast die Maske nicht haben, wäre sie ihm als Service zur Verfügung stellen. Das muss natürlich nicht kostenlos sein. Also das ist nicht eine Pflicht, diese zur Verfügung zu stellen und auch nicht, dass das kostenlos sein muss. Ist natürlich ein Service, den jeder Betrieb selbst entscheidet, wie er mit den Kosten da umgeht. Und da ganz klar, es sollte auszukennen sein, in der Küche selber ist nicht Pflicht, die FFP2-Masken zu tragen. Genau. Und so also, gelten die chirurgischen, wenn man den Abstand von 2 Meter unterscheidet, was eh klar ist bei den Abläufen in der Küche. Das ist so eine Maske, wie der Herr Vizedirektor, wenn ich nehme, so eine Maske ist in der Küche grundsätzlich vorgeschrieben und nicht die noch stärker abdichtenden FFP2-Masken. Jetzt machen wir ein anderes Thema, was jetzt weniger die Schutzgeschichten anbelangt. Wir kennen auch noch mal zurück, weil es ganz viele Fragen dazu geben hat. Und gehen jetzt mal aufs Thema, damit nicht immer die Frau Dr. Schieder sprechen muss, sondern gehen wir mal aufs Thema Steuerrechtliches. Deswegen bitte Stefan Hamplatz, Juli Herr, Richtisch, Leiter der Abteilung Steuerberatung im HGV. Das ist eine ganz konkrete Frage zum Thema Steuerguthaben nur auf Mietverträge, nicht aber auch auf Pachtverträge. Ich glaube, da gibt es News in diesem Kontext, Stefan Anplatz. Und ich möchte das dann auch verknüpfen mit dem Thema Steuerguthaben für Schutzausrüstung, was ja jüngst auch aktuell war und noch ist. Und wo wir wissen, dass der Termin da noch offen ist, was das Steuerguthaben anbelangt. Also bitte Stefan Anplatz, einmal das Thema Mietpachtverträge und zum Zweiten zunächst einmal Steuerguthaben auf Schutzausrüstung. Bitte. Ja, danke, Dr. Gruber. Schönen guten Morgen an alle. Speziell zu dieser Frage eben Steuerguthaben auf reine Mietverträge. Wir haben ja auf staatlicher Ebene momentan zwei Dekrete offiziell, das wäre das Cura Italia und das Liquidità. Und mit diesen Dekreten hat man damals einen Steuerbonus von 60% der bezahlten
Mietzinsen für den Monat März vorgesehen. Und zwar hat man da ganz spezifisch Bezug auf Mietverträge und nicht Pachtverträge genommen. Und somit seien natürlich diese Verträge, die ja wir in der Praxis fast öfter haben als Mietverträge, momentan ausgeschlossen. Das heißt, aufgrund von diesen zwei Dekreten werden die Pachtverträge nicht berücksichtigt. Wir warten ja ganz gespannt auf ein neues Dekret, das Dekret Rilancio. Und da sollten jetzt auch die Pachtverträge mit berücksichtigt werden. Wie gesagt, es seien momentan nur indikative Aussagen, aber dieser Credito d'imposta sollte dann auch für die Monate April und Mai ausgedehnt werden, immer im Ausmaß von 60% auf den bezahlten Mieten. Und zudem sollte jetzt das Steuerguthaben auch in Höhe von 30% auf die gezahlten Pachtzins erfolgen. Und somit würde dann auch die Pachtverträge mit in diese Begünstigung einfließen. Ja, und bitte jetzt so das Thema, Chef von Amtplatz, Thema Steuerguthaben, Schutzausrüstung. Ja, auch bei diesem Thema natürlich die zwei Dekrete vorab Cura Italia und Liquidità, wo man ja mit dem einen die Desinfektionskosten begünstigen will, und zwar in Höhe von 50% bis 20.000 Euro, nur für die Desinfektion von Büroräumen, Arbeitsgeräte und so weiter. Mit dem Dekret Liquidità hat man diesen Bonus dann auch auf die Schutzausrüstung ausgedehnt. Das ist der Stand momentan. Auch hier versucht man im Dekret Rilancio ein weiteres Steuerguthaben zu generieren, und zwar in Höhe von 80% auf einen Kostenbeitrag von 80.000 Euro. Und zwar soll dieser vorgesehen werden für die technischen Anpassungen der Arbeitsplätze, sprich Plexiglasvorrichtungen und so weiter. Also da warten wir ganz gespannt, wie dann die definitive Aussage sein wird. Okay, danke. Dann gehen wir mal ein bisschen in den Bereich Personalrecht. Bitte Wilfried Allenberger, Leiter der Abteilung Personalberatung. Ja, da schon vorweg, warten wir hart auf verschiedene Erleichterungen und Lockerungen. Wir haben Herr Allenberger noch gleich bitte ergänzen, was da in Aussicht steht. Aber konkret zu den Fragen der Mitglieder selber, die eben vorweg hier ermittelt worden seien. Wie schaut es aus als Jahresbetrieb mit den Jahresstellen? Ich müsste sie eigentlich abbauen. Wie geht das? Kann ich das überhaupt? Beziehungsweise, was wären da die Folgen? Natürlich ein bisschen dazu weitere Fragen. Bitte will ich einfach mal das ein bisschen kombinieren. Das Thema befristeter Arbeitsvertrag, Teilzeitverträge. Wie schaut es aus? Wie viele Mitarbeiter kann ich maximal auf Abruf anstellen? Das sind mal so die wichtigsten Themen, bevor wir noch einmal auf das Thema Versicherungsschutz, Inhalt und so weiter kommen, vielleicht mal der Block Jahresstellen, abbaubar, nicht abbaubar. Das heißt, was gibt es so für Möglichkeiten, beziehungsweise vor allem natürlich auch für Pflichten? Bitte, Herr Rand. Gut, schönen guten Morgen. Ja, wir haben gestern um 17 Uhr einen Newsletter verschickt an alle HGV-Mitglieder, wo wir einige wesentliche Punkte über die derzeitige Situation berichtet haben, und ich ersuche jeden, das HGV-Newsletter auch durchzulesen, weil da viele Informationen drinnen sind, vor allem eben Lohnausgleich bzw. Mitarbeiter aus dem Ausland zurückholen für die Beschäftigung und so weiter. Aber konkret zuerst zu den Fragen. Natürlich, ein Jahresbetrieb kann bis zum 18. August keine Entlassung durchführen, auch wenn er noch so einen guten Rechtsanwalt hat, weil jeder Rechtsanwalt sagen, da steht explizit drinnen im Dekret, Entlassungsverbot bis zum 18. August. Was noch am 18. August ist, muss man natürlich neu bewerten. Wenn dort wirklich der Fall sein sollte, dass Tourismus nicht starten kann, dann wird eine Entlassung möglich sein. Aber natürlich bei Betrieben über 5 ist eine kollektive Entlassung. Über 15 reden wir auch wieder mit den Gewerkschaften. Einzelentlassungen wären möglich. Aber das kann man erst neu bewerten nach dem 18. August. Die Frage natürlich, wenn jemand sagt, ja, ich sperre einfach jetzt zu und tue nicht mehr auf, und hat bis heute den Lohnausgleich aber beantragt und auch gekriegt. Wir haben ja schon sehr viele Lohnausgleiche, die seit 1. März angesucht worden sind. Wir kriegen täglich Listen von IMS, dass sie in Bearbeitung sind. Also wir sind auf dem aktuellen Stand. Die werden jetzt dann nochmal geprüft. Das ist so ein bürokratischer Akt. Und wir gehen davon aus, dass innerhalb Ende Mai wir die ganzen Autorisierungsschlüssel kriegen und dann in den Monaten Juni, Juli
die Lohnausgleiche, was bei Betrieben über 5 Mitarbeitern vorausgezahlt worden sind, im Tourismussektor auch klar weiß, wie die Mehrwertsteuer über den 24 verrechnen können. Das heißt also, wenn jemand jetzt die Entscheidung trifft, zu entlassen vor dem 18. August, dann werden die vom Arbeitsrichter null und nichtig erklärt und er riskiert natürlich auch den ganzen Lohnausgleich für alle Mitarbeiter rückwirkend zum März zurückzahlen zu müssen. Also das ist schon eine Sache, was ich heute nicht empfehlen würde, aber auch auf der anderen Seite eine klare Antwort, weil das Gesetz so in dem Hinblick bei jedem Dekret genau erwähnt wird, 5 Monate Entlassungsschutz. Heute wie heute, natürlich haben wir das Dekret noch nicht da. Bei der letzten Videokonferenz am 29. April, glaube ich, das gewesen, da haben wir gesagt, es kommt heraus, Dekret April. Das ist leider nicht der Fall. Heute ist der 13. Mai und wir haben das Dekret noch nicht da. Man hat ja heute noch früh gehört, es sollte im Laufe vom heutigen Tag sozusagen endlich über die Bühne gehen. Es ist ein Dekret, der natürlich den Lohnausgleich verlängert. Und aus den verschiedenen Texten hat man gesehen, dass der Lohnausgleich zwar 9 plus 9 Wochen verlängert werden soll, so steht es auch heute in den italienischen Zeitungen drinnen. Wir warten aber auf den definitiven Text, weil da steht auch drinnen, dass diese 9 Wochen Verlängerung, zurzeit Stand heute, 5 Wochen jetzt sind und 4 Wochen im September. Es gibt dann irgendwo wieder einen neuen Text, wo steht, na, für den Tourismus gibt es das gar anschließend, weil im September hoffen wir schon schwer, dass im Tourismus kein Lohnausgleich mehr notwendig sein wird. Das ist aber zum Lohnausgleich. Dann die Verlängerung von einem befristeten Vertrag. Die Spielregeln, was wir zurzeit haben, sind klar definiert im Gesetz und im Landesabkommen. Für neue Mitarbeiter kann ich 2-mal verlängern. Für Mitarbeiter, die vorher schon beschäftigt waren, stand heute 1-mal. Wir sind dabei nachzudenken, aber alles geht nicht von einem Tag auf den anderen. Ob, wenn sich die Situation nicht verbessert, ob wir mit den Gewerkschaften über 1 oder 2 Verlängerungen zusätzlich reden. Aber wie gesagt, das ist heute noch nicht der Fall, weil erst einmal jetzt den Lohnausgleich einmal anschauen und vor allem die Grenzen. Wenn die Grenzen aufgehen, denke ich, werden sich einige Sachen automatisch, hoffen wir, klären. Dann die Frage, wie viele Mitarbeiter auf Abruf beschäftigt werden können. Grundsätzlich ist die Grenze offen. Aber Achtung, wenn ich jetzt Mitarbeiter im Lohnausgleich habe, dann müssen alle Mitarbeiter zuerst vom Lohnausgleich zurückgeholt werden, egal, wir haben sie gestern geschrieben im Newsletter, tageweise oder halbtageweise und so weiter, aber nicht Neueinstellungen, die praktisch die anderen Mitarbeiter ersetzen, wo sie im Lohnausgleich sind. Dann die weitere Frage, können Mitarbeiter, Teilzeitvertrag, ja. Teilzeitvertrag, das haben wir gestern auch im Newsletter schon geschrieben, da haben wir flexible Handhabe. Zum Unterschied vom rechtlichen Staatsgebiet, wo die Teilzeitverträge nicht diese flexiblen Klauseln in der Form, wie wir im Tourismussektor mit Landesabkommen drinnen haben, haben eigentlich ziemlich freien Spielraum. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter grundsätzlich 4 Stunden beschäftigt ist und heute braucht er 6 Stunden, weil er vor allem mehr Arbeit ist, durch Takeaway, durch plötzliche Reservierung, ist das kein Problem. Er kann dann auch diese Stunden im Tag darauf ausgleichen. Wenn er es nicht ausgleichen kann, dann kann er sie zahlen. Also da haben wir eine flexible Handhabe. Klar weiß, beim Teilzeitvertrag, sage ich auch dazu, ist wichtig zu schauen, dass man ungefähr auf 50% aufkommt, das heißt die 20-Stunden-Woche, damit eben die Absicherung ist für den Arbeitslosenstatus. Wir haben ja auch in dem Dekret, was heute herauskommt, hoffentlich die Verlängerung von Arbeitslosenstatus, vor allem für die Betriebe, die es im Frühjahr jetzt nicht aufgemacht haben. Da haben wir da 2 Monate Verlängerung drinnen. Von denen gehen wir davon aus, dass also April, Mai durch Arbeitslosenstatus Verlängerungen abgesichert sind. Aber natürlich, wie vielleicht schon vor 10 Tagen gesagt, wir müssen schauen, dass die Mitarbeiter heuer wieder auf ein Minimum einkommen, damit sie im Winter 2020, 2021 wieder ein paar Wochen aufscheinen, dass die Arbeitslosen wieder weitergehen. Aber das werden wir dann, denke ich, in den nächsten Tagen konkret an Beispielen auch wieder berichten, damit alle wissen, wie die Situation dann aktuell ausschaut. Eine Frage noch dazu. Können, wenn die Buchungen fehlen, Mitarbeiter abgemeldet werden? Wenn ich natürlich einen Vertrag habe bis 31. Oktober, Stand heute, kann ich nicht einseitig den Vertrag auflösen. Das heißt, ich muss dann natürlich mit Einverständnis des Mitarbeiters das machen. Aber ich sage, wenn wir die Frage vielleicht in 2-3 Wochen wissen wir mehr, wenn die Grenzen aufgehen,
dann dürfte diese Frage sozusagen hinfällig sein, weil man sagen, man stellt ja jetzt die Mitarbeiter an, sukzessive den Personalstand, wo sie braucht. Nicht alle, sondern aufgrund der Vormerkungen, der Reservierung und so weiter. Okay, danke. Ich möchte vielleicht noch eine nachreichen. Wilfried Eilenbeil oder jüngst leider Gottes, vor allem die Gewerkschaften für einige Verunsicherungen gesorgt haben. Das ist ja auch ganz klar von einem Mitglied als Problematik erkannt worden. Wie schaut es aus mit dem Versicherungsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Bis zum Gesamtsteuerberater-Dekret ist man, gleich gesagt, konkret gesagt, derzeit seine Mitarbeiter durch das INAIL versichert oder nicht? Diese Frage muss man klar beantworten. Die Mitarbeiter sind alle versichert und wie auch im Newsletter gestern geschrieben und auch vom Landesrat Achhammer und von einem weiteren Experten in den Dolomiten ganz groß berichtet. Und auch heute muss ich sagen, in der Dolomiten ein weiterer Artikel drinnen ist groß vom Toni Cennet, mit dem wir täglich in Verbindung sind. Und das ist halt einmal so. Momentan haben die Gewerkschaft, natürlich müssen sie sagen, dass sie da sind auch. Und bei jeder Kleinigkeit sagen sie, das fehlt, das andere fehlt. Das stimmt so nicht. Die Mitarbeiter sind versichert. Ich mache als Beispiel, wenn heute jemand mit der Wurstmaschine sich wehrtut, mit der Aufschnittmaschine, und das ist nicht regelkonform, nicht CE-zertifiziert, und das ist der Schutzhund, natürlich, dann ist jemand verantwortlich. Und das ist natürlich in erster Linie der Arbeitgeber. Und genauso ist es da bei der Ausübung der Tätigkeit, wie wir davor schon gehört haben, wenn die Schutzmasken nicht aufgesetzt werden oder der Arbeitgeber die nicht zur Verfügung stellt, also den Mindeststandards nicht einhaltet, dann kann es ein Problem geben. Aber ansonsten, und es muss natürlich ein Nachweis erbracht werden, dass dieser Mitarbeiter sich nachweislich vom Fehlverhalten, von fehlenden Schutzausrüstungen infiziert hat, dann könnte ein Problem entstehen. Aber das ist bei jedem Arbeitsunfall so, egal vorher oder nachher. Ich würde da jetzt keine Polemik machen und sage, die Mitarbeiter sind versichert. Jeder natürlich unter der Voraussetzung, dass er angemeldet ist, ist ganz klar. Sonst haben wir eben die Haftung in vieler, wie es bei einem Schwarzarbeit ist. Dann kann natürlich die ganze Angelegenheit dann teuer werden. Okay, danke Wilfried Allenberger. Jetzt gehen wir mehr ins Bereich, ins Betriebswirtschaftliche, Richtung Klaus Schmidt somit, Leiter der Abteilung Unternehmensberatung, wo es vor allem das Thema geht, ja schon vielfach diskutiert, wie kann man Preisdumping eindämmen. Wir hören schon von einigen Initiativen, die in die Richtung gehen. Was kann der HGV dazu beitragen? Wie kann man dort beratend einwirken? So die generelle Frage des Mitglieds. Bitte, Klaus Schmidt. Und ja, meinerseits, grüß Gott, Preisdumping vielleicht vorweg. Man kann Preisdumping nicht generell eindämmen per Gesetz oder per Vereinbarung, da man dagegen Preisabsprachen, Richtlinien verstoßen würde. Es geht aber um sehr viel Sensibilisierungsarbeit, die ja zum Teil schon begonnen wurde und zum Teil auch weitergeführt wird. Wir haben als Unternehmensberatung schon einige Liquiditätspläne gemacht, wo man auch auf das Thema kommt. Und dazu darf ich sagen, dass Preisdumping zwar in erster Linie sehr verlockend klingt, weil man sich dadurch jetzt einen volleren Parkplatz erhofft, erwartet. Aber die Folge wird sein, dass man eine leere Brieftasche hat. Warum? Weil wir sehen ja, und Sie wissen das am besten, die Fixkosten, die kann man nur zum Teil beeinflussen. Und um Fixkosten abzudecken, das ist rechnerisch ganz klar, brauche ich entweder Menge oder einen hohen Preis. Die hohe Menge wird heuer nicht möglich sein. Das liegt auf der Hand. Wir haben schon viele Monate sind vergangen, ohne dass man Menge generieren hat können. Also wir werden heuer bei weitem nicht die notwendige Menge erreichen können, um Fixkosten einigermaßen abzudecken. Also brauche ich betriebswirtschaftlich heuer mehr denn je einen guten, möglichst guten Preis, um sage ich mal, die Verluste halbwegs minimieren zu können. Das ist rechnerisch eindeutig. Vielleicht darf man noch dazu sagen, habe gerade gestern die Gelegenheit gehabt, mit einem Unternehmer zu sprechen, habe gefragt, ob er aufmachen wird. Er hat gesagt, nein, ich werde eher nicht aufmachen, solange ich nicht die Sicherheit habe, dass ich erstens meine Kosten gut planen kann und zweitens werde ich nicht aufmachen, um dann den Preis zu senken, weil ich dann
weil es dann schwieriger sein wird, den Preis wieder nach oben zu bringen. Also auch das ganz ein wichtiges Argument, wenn man heuer die Preisschraube massiv nach unten dreht, dann wird man wahrscheinlich Probleme haben, wieder diese nach oben zu bringen. Ja, danke Klaus Schmidt für dieses Statement. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Detailthemen, aber sehr, sehr wichtigen. Vergessen das ganze Thema Covid Protected Area. Das ist ja eine Sondermöglichkeit im Landesgesetz selber, vor allem und nicht nur um. Dreht sich da um die Frage, kann man eben Saunen und Hallenbäder überhaupt nutzen, unter welchen Bedingungen? Das haben die Mitglieder sehr wohl so auch herausgelesen. Stellen dazu eben zu diesem Thema, was heißt der Protected Area, was sind da die Bedingungen, haben da einige Fragen gestellt. Jetzt sehe ich ein bisschen aufpassen zusammen und versuche dann wiederum die Frau Dr. Schieder darauf einzugehen. Zum Ersten ist es Pflicht für die Zukunft, bei jedem Gast dann Fieber zu messen, der sonst in den Betrieb kommt. Darf man diese serologischen Schnelltests selber im Hause durchführen? Da gibt es schon langsam eins medizinisch ein sehr komplexes Thema. Dazu werden wir später auch noch was ergänzen. Wie schaut es aus mit der Sauna zum Beispiel im Freien auf der Dachterrasse? Ich persönlich bin auch schon vorher gefragt worden. Wie schaut es aus mit einem kleinen Whirlpool auf der Terrasse, wo eben nur unter Anführungszeichen die Menschen einer Familie übernachten, die ja generell schon im Zimmer an sich gemeinsam sich aufhalten. Das sind aber die drei wichtige Geschichten, die diesen Kontext zusammenfassen. Fiebermessen Pflicht für alle, ja, nein. Serologische Tests, wie soll das funktionieren? Und dann eben auch Nutzung, eventuell Sauna im Freien, auf der Terrasse, oder auch eventuell ein Whirlpool. Bitte, Frau Dr. Schieder. Ja, grundsätzlich darf ich da ein bisschen ausholen und sagen, also die Bestimmung sieht ja grundsätzlich vor, dass Beherbergungsbetriebe ab dem 25. Mai ihre Tätigkeit aufnehmen können. Freibäder sind grundsätzlich zugänglich, das heißt, jene Schwimmbäder, Freibäder, die vollkommen im Freien sind, sind zugänglich, natürlich mit der Regelung 1:10, das heißt, eine Person pro 10 Quadratmeter darf auf der jeweiligen Gemeinschaftsfläche anwesend sein und natürlich Einhaltung der Abstandsregelung von 2 Metern zwischen Personen, die nicht zusammengehören, nicht zum selben Haushalt gehören, beziehungsweise nicht im selben Zimmer übernachten, nicht in derselben Wohnung übernachten. Beim Beherbergungsbetrieb haben wir diese Ausnahme von der Abstandsregelung auch noch von den Personen, die im selben Zimmer wohnen, beziehungsweise in derselben Wohnung wohnen, beziehungsweise im selben Haushalt wohnen. Das ist einmal die Grundregel. Also Freibäder seien zulässig mit den entsprechenden Auflagen. Hingegen die Öffnung des Hallenbades und die Öffnung der Sauna seien ausdrücklich nicht vorgesehen. Das heißt, es ist auch ausdrücklich nicht vorgesehen, dass die Sauna oder das Hallenschwimmbad für einzelne Personen, die im selben Zimmer seien oder die zum selben Haushalt gehören, gemietet werden können. Mit Ausnahme in dem Fall, wo der Beherbergungsbetrieb sich eben als Covid-Protected Area klassifiziert, das heißt, der Betrieb für den gesamten Betrieb diese Auflagen erfüllt. Dann kann man zum einen von der 1:10-Regelung abweichen und von allen anderen Beschränkungen und vor allem kann man Hallenbad und Sauna öffnen. Die Auflagen sind sehr stringent. Es ist vorgesehen, dass eine tägliche Laserfiebermessung der Mitarbeiter stattfindet. Hier ist dann auch vom Datenschutz her die Frage, Aufzeichnung dieser Daten oder Nichtaufzeichnung dieser Daten mit entsprechenden Datenschutzerklärungen und Hinterlegung und Speicherung der Daten. Es ist dann vorgesehen, ein serologischer, zertifizierter serologischer Schnelltest für die Mitarbeiter durchzuführen. Der serologische Schnelltest muss erst laut einem Protokoll des Gesundheitsbetriebes festgelegt werden und das ist ein Bluttest. Blutabnahme in der Regel nur Mediziner, Ärzte, lasse ich mich dann gern verbessern. Also das wird der Betriebsinhaber selbst nicht durchführen können, sondern da werden entsprechende Personen beauftragen müssen, die das dann durchführen. Gäste selbst, damit man diese Covid-Protected-Area hat, die Gäste selber müssen bereits beim Check-in nachweisen, dass sie einen zertifizierten serologischen Schnelltest gemacht haben, der nicht älter als 4 Tage ist, beziehungsweise nachweisen, dass sie Antikörper entwickelt haben. Wie diese Nachweise ausschauen, welche Dokumente das genau sind, das muss alles erst festgelegt werden im Rahmen des Protokolls vom Gesundheitsbetrieb. Und durch diese Maßnahmen praktisch bin ich als Betrieb Covid-protected und habe dann eben
mehr Freiheiten als jene Betriebe, die die Auflagen nicht erfüllen. Ja, danke, Frau Dr. Schieder. Vielleicht, Präsident, wenn du bist, kurz dazu was sagen, weil wir morgen, glaube ich, sind wir gemeinsam beim Landesrat Wienmann eben auch mit den Sanitätsspitzen und Experten, um genau die Sachen auch näher zu erörtern und zu klären, weil uns klar sein muss, wir müssen dort vor allem bloß Sicherheit proben, wir müssen wissen, welche Tests sind anerkannt, wir sind die entsprechenden Protokolle dazu, bevor man irgendwelche Kommunikation ausgeht. Ja, danke Einstein für die präzisen Antworten, Frau Dr. Schieder und alle, die beigetragen haben. Wir sehen, es herrscht, aber das war von vornherein klar, immer noch Unsicherheit und wir versuchen so gut als möglich an allen Ecken und Enden bestens zu beraten. Danke und danke auch für die Fragen. Ihr habt gesehen, wir haben mittlerweile weit über 500 Teilnehmer, jetzt nach einer Stunde und das ist gut, das ist schön, dass sie uns das Vertrauen schenken und bei uns die entsprechenden Informationen einholen. In der Tat, das sind die Auflagen, das brauchen wir jetzt nochmal wiederholen, für bestimmte Betriebstypologien teilweise bisher total übertrieben. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass es per Gesetz schon möglich ist, sollten sich die Infektionszahlen, gestern haben wir keinen zusätzlichen Infektionsfall in Südtirol gehabt, weiter verbessern in Südtirol, dass die Maßnahmen, Abstände, Tragen der Masken und viele weitere Auflagen im Laufe der Wochen auch abgeändert werden können. Das heißt, es können Erleichterungen ohne Gesetzesänderung mit einfacher Anordnung des Herrn Landeshauptmannes gemacht werden. Das, auf das hoffen wir und dort sind wir auch in enger Verbindung mit den zuständigen Spitzenbeamten und mit dem Herrn Landeshauptmann und mit unserem Landesrat Arnold Schuler. Wir haben morgen eine weitere Videokonferenz mit Landesrat Dr. Thomas Wiedmann und den Spitzen der Sanitätsbehörden, wo wir nochmals im Detail sämtliche Hygiene-Sanitätsauflagen durchbesprechen werden. Es ist natürlich auch Fakt, wir mussten, und das war nicht in Kompetenz des HGV, sondern eben der Gesetzgeber erlässt die Gesetze, ist klar, wir mussten auch, um eine Anfechtung von Seiten des Staates größtmöglichst zu verhindern, auch was die Abstände und auch die serologischen Tests und vieles mehr anbelangt, auch Kompromisse eingehen. Das ist Fakt und das werden wir morgen im Detail in der Videokonferenz mit den Spitzen genauestens bearbeiten und versuchen natürlich entsprechende Verbesserungen auch aufgrund der vorliegenden Daten und Fakten zu erzielen. Details werden wir wiederum, wie gewohnt, in Form von einer Newsletter dann bekannt geben. Danke. Ja, danke, Präsident. Eben wichtig, diese generelle Einschätzung und Perspektive, damit man eben was man da für Rahmenbedingungen vorfindet, auch gesetzlicher Natur. Ich würde es gleich weiterfahren mit den Fragen zum Thema, wiederum eher im Bereich Sicherheit eng zusammen mit dem Thema, ist der Gast gesund, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund? Wie kann ich mich davor schützen? Vor allem, was passiert, ist einer der häufigst gestellten Fragen. Das zeigt von der großen Verantwortung, vom großen Verantwortungsbewusstsein, das unsere Mitglieder, unsere Gastwirtinnen und Gastwirte haben. Was passiert denn genau, wenn sich ein Gast oder ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns im Hotel, im Restaurant, in der Bar infizieren sollte? Bitte, Frau Dr. Schieler. Ja, grundsätzlich eben, das ist eine sehr große Frage, was passiert, was macht. Zum einen einmal ein kurzer Diskurs bezüglich Mitarbeiterschulung. Sobald Sie den Betrieb eröffnen, müssen Sie die Mitarbeiter bezüglich der Maßnahmen und der Einhaltung der Mitarbeiter tragen, Schutzausrüstung und so weiter und auch verschiedene Verhandlungsregeln schulen. Wir haben da in unserem Newsletter vom letzten Freitag unten einen Teil Arbeitssicherheit eingefügt, wo wir Informationsblätter für den Arbeitgeber drinnen haben, Unterlagen für die Schulung der Mitarbeiter, also Informationen, die die Mitarbeiter erhalten müssen, haben, wo wir auch entsprechende Protokolle über die Erhalt der Schulung von den Mitarbeitern und über die Erhalt der Schutzausrüstung haben, wo man sich das schriftlich bestätigen lassen kann. Und ein Teil dieser Informationen, dieser Mitarbeiterschulung, ist auch die Information über den Umgang
im Falle einer Anwesenheit einer infizierten Person. Das heißt, infizierte oder möglicherweise infizierte Person einen Verdachtsfall, sowohl die Mitarbeiter selbst als auch bei Anwesenheit eines Gastes. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, dass der Gast bzw. der Mitarbeiter selber infiziert ist, weil er entsprechende Symptome hat, Fieber, Husten, Brustschmerzen und so weiter, dann ist es so, dass diese Person sich zurückziehen soll, sich selbst isolieren soll, beziehungsweise von den Mitarbeitern darauf hingewiesen werden soll, dass sie sich zurückziehen im Zimmer, in einem eigenen Raum, dass unverzüglich die Betriebsleitung, Betriebsinhaber zu informieren ist, dass wahrscheinlich ein Verdachtsfall da ist. Der Betriebsinhaber selbst wird dann unverzüglich Kontakt mit dem Hausarzt bzw. mit der Gesundheitsbehörde über die grüne Nummer an, aufnehmen. Also die Gesundheitsbehörde gibt dann jeweils konkrete Anweisungen, wie weiter vorzugehen ist. Man wird entweder zurückgerufen, beziehungsweise man erhält die Anweisungen, dass die Mitarbeiter oder die infizierte Person oder der Verdachtsfall eben isoliert werden soll, dass diese natürlich mit einem Gesichtsschutz ausgestattet werden soll. Wenn jetzt schon eine chirurgische Maske da ist oder eine FFP2-Maske, dann soll sofort diese ausgehändigt werden. Dass man schaut, so wenig Kontakt mit dieser möglicherweise infizierten Person zu haben. Dass man, sollte diese Person betreut werden, die jeweilige Person sich selbst schützt, indem sie eine FFP2-Maske aufsetzt und entsprechende Schutzanzüge oder Schutzjacke trägt. Deswegen empfehlen wir, dass in der Rezeption ein entsprechendes Sicherheitskit für Notfälle zur Verfügung steht. Und wie gesagt, die betreffende Person, wenn es ein Mitarbeiter ist, soll sofort die Tätigkeit einstellen. Wie gesagt, wird isoliert, sollte der Mitarbeiter zu Hause sein und sagen, ja, Symptome, dann soll der Mitarbeiter zu Hause bleiben oder in seinem Zimmer bleiben und keinen weiteren Kontakt suchen, bis er dann von den Gesundheitsbehörden kontaktiert wird. Der Ablauf ist, wie gesagt, in einem Protokoll festgelegt. Sie erhalten von uns dann den entsprechenden Ablauf, damit Sie diese Informationen dann noch einmal im Detail haben. Die Gesundheitsbehörde wird dann kontaktieren, gibt nähere Anweisungen, wird die Person telefonisch kontaktieren, sich nach dem Gesundheitszustand erkundigen. Unter Umständen kommt die Gesundheitsbehörde und nimmt entsprechende Tamponi als entsprechende Tests. Das entscheidet dann jeweils der zuständige Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde. Und gibt dann entsprechende Anweisungen, wie weiter vorzugehen ist. Es wird auch erhoben, welche Personen im näheren Kontakt mit diesem Verdachtsfall waren. Was versteht man unter näherem Kontakt? Näherer Kontakt sind auf alle Fälle Personen, die über längeren Zeitraum ungeschützt, also ohne chirurgische Maske, ohne FFP2-Maske, einen Abstand von weniger als 2 Meter mit der jeweiligen Person oder mit dem Verdachtsfall hatten. Personen, die direkt körperlichen Kontakt hatten, Personen, die eventuell mit irgendwelchen Sekreten in Kontakt waren. Also das sind Personen, die auch schauen sollten, bis zur Erhalt der näheren Anweisung durch den Gesundheitsbetrieb weiteren Kontakt zu anderen Personen zu vermeiden. Und wie gesagt, jene Personen, die nicht betroffen sind, werden dann aufgrund von der Anweisung Gesundheitsbetrieb informiert, ob sie informiert werden sollen oder nicht. Also der weitere Verlauf wird dann immer von der Gesundheitsbehörde festgelegt. Grundsätzlich, die große Angst ist ja das, wenn ihr einen Nachfall habt, wird der Betrieb geschlossen. In der Regel nicht. Das heißt, weil nur aufgrund der Tatsache, dass ein Nachfall im Betrieb aufgetreten ist, wird der Betrieb nicht geschlossen. Das ist meines Erachtens eine absolute Ausnahme, wenn es sich um einen Infektionsherd handeln würde, wo wirklich viele Personen effektiv infiziert wären. Frau Dr. Schieder, wie Sie gehört haben, geschätzte Mitglieder, sehr komplexe Ablaufmechanismen, aber gibt es nicht total die absolute Gewissheit, dass in jedem Fall gleich die Abläufe los sind, hängt ganz total davon ab, wie sich die Situation vor Ort gestaltet hat. Umso wichtiger, glaube ich, auch präsent unser Appell, natürlich vor allem auch für die Mitarbeiter, nicht nur möglichst gut alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten, damit man selber auch als Unternehmer Gastwirtin geschützt ist vor eventuellen Vorwürfen in diesem Kontext. Es haben auch noch weitere Mitglieder gefragt, also mehr Querschnittsthema für den Wilfried Allenberger. Haben wir auch gestern, glaube ich, im Newsletter selber berichtet, der Unterschied zwischen Krankenstand in dem Kontext, beziehungsweise was dann auch, wo E-Mail zum unter Anführungszeichen Handkuss kam, sprich Arbeitsunfall. Wenn du, Wilfried Allenberger, bitte das nochmal kurz erklärst, den Unterschied, weil das wäre sehr wichtig, bitte, Wilfried Allenberger. Ja, zu dem, was die Frau Dr. Schieder schon gesagt hat, wenn Mitarbeiter infiziert sind und in Quarantäne versetzt werden, gestellt werden durch die Sanitätseinheit, durch die Behörden,
Ja, natürlich ist der Mitarbeiter außer Gefecht, also nicht arbeitsfähig. Der Hausarzt oder zuständige Arzt wird eine normale Krankschreibung ausstellen. In der Regel für circa 15 Tage ist es bisher erfolgt. Natürlich teilweise auch Verlängerung nochmal 15 Tage. Wir haben ja im März nicht nur Einzelne gehabt, sondern ich sage mal ein paar hundert Quarantäneverschreibungen. Und natürlich, da ist die normale Krankheit, das heißt, der Arbeitgeber Stand heute zahlt die ersten 3 Tage und danach am 4. Tag ist die IMS, was praktisch bei Beherbergung mit 50% bis zum 20. Tag und ab 21. Tag 66% zahlt. Bei reinen Nichtbeherbergungsbetrieben ist ab 4. Tag 80% Leistung von der IMS. Man spekuliert jetzt alleweil herum, aber das sind die Klärungen von Seiten der IMS und von den zuständigen Ämtern noch nicht ganz klar, ob die 3 Tage, die heute der Arbeitgeber muss zahlen, ob das in einem zweiten Moment auch mit der IMS verrechnet werden kann. Ich gehe davon aus, dass diese Klärung noch ein bisschen Zeit mit sich bringt, bis wir da eine Sicherheit haben, dass das der Fall ist. Aber ich sage, das ist für die Zukunft und für die Fälle, was wir im März gehabt haben. Arbeitsunfall würde da im Moment auch wieder ausschließen, weil es ja muss festgestellt werden, wo es sich infiziert hat. Da kann es ja in der Freizeit infiziert haben oder irgendwie. Deswegen ist es nicht Arbeitsunfall. Und ich würde das so behandeln als Krankheit, wie bei jeder anderen Grippe auch. Mit dem Unterschied natürlich, dass er komplett in Quarantäne versetzt wird, wenn das von den Ämtern vorgeschrieben wird. Danke, Wilfried Altenberger. Wir versuchen jetzt so weiter, die Themen ein bisschen zu bündeln, weil es sind ganz, ganz viele Fragen, die ich weiß, von Seiten der Mitglieder. Alle werden wahrscheinlich heute am Vormittag nicht beantworten können. Und dazu gibt es ja natürlich, wie immer, die Möglichkeit, bei den zuständigen Fachexperten sich persönlich telefonisch zu erkundigen. Ein Bereich möchte ich schon ansprechen, generell im ganzen Thema Schutzausrüstung und dergleichen mehr noch, aber Hinweis, wir haben euch das geschätzte Mitglieder ja letzten Freitag bereits mitgeteilt, im Kontext eben neues Landesgesetz haben wir auch ein Paket an vielfältigen Konventionen, sprich Verträgen, die wir hoch mit Lieferanten bezüglich Schutzausrüstung beigelegt, wo wir eben einiges an Rabatten auch erzielen konnten. Schaut sich das bitte im Moment, war vielfach die Frage, Chemisch, wo kriege ich das ganze Material her? Schaut sich die Kommissionen im HGV um, dass natürlich wahrscheinlich zu Beginn es zu gewissen Lieferengpässen kommen könnte. Es liegt in der Natur der Sache, aber unsere Lieferanten haben uns hoch und heilig versprochen, dass sie so schnell als möglich die Schutzausrüstung liefern werden. Noch ein weiterer Punkt in den Kontext Desinfektion an sich. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen auch dazu. Wir müssen uns vielleicht bis auch bündeln, weil wir auch fragt werden. Wie schaut es aus? Wie oft muss sie? Wo muss ein Desinfektionsgel stehen und wo nicht? Gebe die Frage weiter an die Frau Dr. Schieder wiederum und verweise aber auch hier. Wir haben im letzten Newsletter am Freitag schon umfangreiche Hygieneempfehlungen, Reinigungsempfehlungen in diesem Kontext euch auch mitgeschickt, wo viel Wertvolles an Informationen enthalten ist. Aber bitte, Frau Dr. Schieder, Desinfektion generell. Ja. Desinfektion ist ein großes Thema. Das Landesgesetz schreibt dabei grundsätzlich vor, dass die Betriebsinhaber für die Gäste und für die Mitarbeiter oder für die Kunden und Mitarbeiter ausreichend die Möglichkeit bieten müssen, die Hände zu desinfizieren. Also das heißt, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, es ist nicht festgeschrieben, wo das steht, aber aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen ausreichend Möglichkeiten sein. Das heißt, jeder Betrieb soll selber schauen, wo ist es sinnvoll, Desinfektionsspender oder Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Das heißt, zum einen beim Eingang vom Betrieb, dort, wo viel Kontakt mit den Fingern, mit den Händen stattfindet. Das heißt, zu empfehlen in den bei den Aufzügen, zu empfehlen bei Kaffeeautomaten, zu empfehlen bei den Aufzügen auch in den Stockwerken, weil ja dort der Gast hingeht und die Knöpfe drückt. Also überall dort, wo viel Fingerkontakt ist, überall dort sollten entsprechende Desinfektionsmittel, Desinfektionsspender zur Verfügung gestellt werden. Sinnvoll natürlich auch am Eingang zur Bar, am Eingang zum Speisesaal. Desinfektionsmittel müssen zur Verfügung gestellt werden in den Toiletten, weil das Gesetz vorsieht, dass vor und nach der Benutzung der Toilette die Hände desinfiziert werden müssen. Und Desinfektionsmittel sollen auch überall dort oder müssen auch überall dort zur Verfügung gestellt werden, wo Kunden zum Beispiel Zahlungsmittel, Postgeräte benutzen, beziehungsweise Tablets benutzen und so weiter, weil auch diese Vorrichtungen müssen nach jedem Kundenbenutzung desinfiziert werden. Ansonsten, wie gesagt, ist Desinfizieren einfach, sollte jeder Betrieb selbst im Betrieb ablaufen schauen, wo macht es Sinn,
Desinfektionsmittel sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden nutzbar zur Verfügung zu stellen. Es ist sehr häufig tritt die Frage auf, was heißt hygienisieren? Wir haben ja umfangreiche Empfehlungen mitgeschickt. Das seien die Maßnahmen sowohl für die Schankbetriebe, Schankspeisebetriebe als auch für den Hotelbetrieb. Dort redet man immer von Hygienisieren. Hygienisieren ist ein zweifacher Schritt. Hygienisieren heißt zum einen ganz normal Flächen reinigen, also vom grundsätzlich vom Schmutz entfernen. Und danach, der zweite Schritt, ist die Desinfektion dieser Flächen mit entsprechenden Desinfektionsmitteln. Die kriegt man im Handel, die kriegt man von den Lieferanten, das sind keine besonderen Mittel. Und die Desinfektion erfolgt dann aufgrund der Anweisungen, aufgrund von Datenblatt vom jeweiligen Desinfektionsmittel einsprühen und mit einem sauren Tuch abwischen. Die Desinfektion hat ganz normal zu erfolgen, also das heißt, wo ich früher gereinigt habe, ganz normal führe ich jetzt den zweiten Schritt Desinfektion durch. Das betrifft die Böden, das betrifft alle glatten Flächen, das betrifft alle Flächen, wo ich mit Händen in Kontakt bin. In den Zimmern ist auch Hygienisierung vorgeschrieben. Hygienisieren heißt, solange der Gast sich aufhält, also immer dieselbe Person im Zimmer ist, redet man von einer normalen Reinigung. Bei Kundenwechsel, bei Zimmerwechsel natürlich sollen die Zimmer hygienisiert, desinfiziert werden. Das heißt, dann wird der zusätzliche Schritt auch noch eingeführt, der Desinfektion. Ich kann natürlich auch jeden Tag, wenn ich durchgehe, das Zimmer reinigen, aber wenn die Gäste nicht wechseln, desinfizieren. Also ist aber nicht unbedingt notwendig. Dann kommt sehr häufig die Frage, Verwendung von irgendwelchen Geräten, Ozongeräten, andere Geräte, die die Luft desinfizieren, reinigen, Stoffe, Flächen von Viren, Bakterien. Diese Geräte sind nicht vom Gesetz vorgeschrieben. Man kann sie natürlich verwenden. Auch eine ausreichende Lüftung ist notwendig. Also womöglich soll man natürlich immer die Fenster öffnen, bevor die zum Beispiel die Zimmermädel ins Zimmer gehen, sofort die Fenster aufmachen, um eine optimalerweise natürliche Lüftung herbeizuführen. Wie gesagt, die Verwendung von anderen Geräten kann man natürlich machen, ist aber vom Gesetz nicht vorgeschrieben. Über die Wirksamkeit der Geräte kann man sich dann auch erkundigen. Wie gesagt, der HGV hat Konventionen abgeschlossen, lassen Sie sich aufklären über die Wirksamkeit. Das wäre es mal im Moment. Bitte gerne noch Detailfragen. Aber wie gesagt, zu diesem Thema gibt es sehr viele Detailfragen. Schauen Sie sich die Unterlagen an und dann kann man das in den Betriebsablauf einbauen. Genau, danke, Frau Dr. Schieder. Eine Frage Richtung Präsident, ein ganz essentielles Thema. Da war es gleich gut wie wir alle da. Es war mal ursprünglich vorgesehen, eine Beschränkung der Gästeanzahl in Hotelbetrieben einzuführen. Ich glaube, das nennt du als Berufssteller, da haben wir ziemlich hart gekämpft, um mal eine positive Sache zu erreichen. Bitte, Präsident. Ja, wir wissen, dass lange die 1:10er Regel oder 1:20er, wie auch immer, zirkuliert ist und in vielen Vorschlägen, schriftlichen Vorschlägen schon enthalten war. Irgendwann hat man sich dann auch aus logischer Überlegung heraus doch auf die Regel, auf die Maßnahme festgelegt, dass man in unseren Beherbergungsbetrieben so viele Gäste aufnehmen kann, wie viel man eigentlich Betten und Zimmer, wie viel man Gäste vor der Corona-Krise gehabt hat, also nicht 50%, 70%, sondern eigentlich 100% der Gäste. Und die 1:10er Regel gilt nur in Gemeinschaftsflächen mit Ausnahme der Flächen zur Verabreichung von Speisen und Getränken. Dort sind die anderen, wie von Frau Dr. Schieder schon erklärten, Bestimmungen einzuhalten, sodass man sagen kann, dass zumindest was jetzt der Aufenthalt unserer Gäste in den Zimmern anbelangt, es keine Deckelung nach oben gibt, dass wir zumindest dort an und für sich sollten und so hoffen wir, doch irgendwann die Gäste anreisen dürfen, wir die Zimmer und die Betten in dem Sinne verkaufen können, wie wir sie vorher hatten. Danke. Direktor, Mikro, bitte. Mikro. Herr Chef, Präsident, sorry, hat mir nicht gehört. Nein, ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte, weil mit anderen Schlüsseln hätten wir sehr viel Rechnerei gehabt, beziehungsweise die Betriebe
zum Beispiel potenziell oft leider die Hälfte von der eigentlichen Gästeanzahl Platz gehabt. Wir alle wissen, wir müssen natürlich vorstellen, in den nächsten Wochen, Monaten, wenn wir überhaupt eine gute Auslastung zusammenbringen. Das ist schon klar. Aber es war wichtig als Grundregel. Und somit auch viele Fragen damit, glaube ich, auch abgedeckt oder mit der Antwort vom Präsidenten, weil viel gefragt worden ist, darf ich alle meine Zimmer, darf ich alle meine Wohnungen vermieten. Das ist, glaube ich, somit grundsätzlich geklärt. Die Einschränkung, wie gesagt, bezieht sich auf die Gemeinschaftsflächen. Deswegen glaube ich auch damit eine Antwort darauf gegeben eines Mitglieds, was um die Fitnessräume wie Sam ausschaut, auch im Wesentlichen die gleiche Regel, 1-10-Regel, Abstandsregel und dergleichen mehr. Da kann auf jeden Fall der Fitnessraum auch grundsätzlich benutzt werden unter diesen Bedingungen. So, jetzt kommen wir langsam auch zu den Fragen, die jetzt live während der ganzen Konferenz gestellt worden sind. Das ist alles davor wohl wesentlich, was uns Mitglieder schon im Vorfeld mit zugeschickt haben. Da haben wir jetzt auch schon eines, glaube ich, was die Fragen derzeit unbelangt mit den Antworten abgedeckt. Die Situation-Generatoren, die Frage dazu, gibt es Konventionen dazu, kann man auch bestätigen. Ja, hat der HGV bereits zu diesen Produkten entsprechende Konventionen abgeschlossen. Und dann noch eine Frage, glaube ich, wichtig. Wir haben schon ein paar, die man wiederholt haben will, also Antworten, die man wiederholt haben will. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, weil wir vielleicht noch nicht ganz imstande waren, das ganz zu klären. Und zwar zum Beispiel das Thema Masken nochmals. Im Service FFP2 und Gesichtsschutz tragen oder nur FFP2? Ich glaube, das ist eine Verwechslungsgeschichte. Da bitte eben die Schieler. Ich glaube, das kann man klar beantworten. Im Service haben wir die Regelung FFP2 oder Gesichtsschutz. Oder. Genau, deswegen haben wir die nächste Folge auch beantwortet. Deswegen kann man im Wesentlichen das alternativ wählen, FFP2 oder eben das Visier an sich. Dann möchte noch einmal ein Mitglied die Abstandsregeln erklärt wissen für Hotels. Bitte, Frau Dr. Schieler, haben wir schon ausführlich gemacht, aber ich glaube, wichtig, wenn es so Unsicherheiten gibt, dass wir es nochmal tun, Abstandsregeln im Hotel. Also Abstandsregeln im Hotel, Abstand von Personen, die sich auf Gemeinschaftsflächen befinden, 2 Meter ohne Mundschutz. Von Personen auf Gemeinschaftsflächen unter 2 Meter mit Mundschutz. Dann haben wir die Abstandsregelungen im Hotel, was den Schank-Speisebereich angeht. Auch hier müssen die Tische, das Speise soll so angeordnet sein, dass die Personen untereinander 2 Meter Abstand haben, außer es handelt sich um Personen, die im selben Haushalt wohnen, beziehungsweise um Personen, die im selben Zimmer untergebracht sind. Hier ein Hinweis, der Betriebsinhaber muss nicht prüfen, ob die Personen, die im selben Zimmer untergebracht sind, zu Hause im selben Haushalt wohnen. Also das reicht, ein Gast bucht oder Gäste buchen und sind im selben Zimmer untergebracht, dann passt es, dass diese Personen an einem Tisch sitzen und den Abstand von 2 Metern nicht einhalten müssen. Wie gesagt, Personen, die nicht im selben Haushalt sind, beziehungsweise nicht im selben Zimmer sind, müssen auch im Speisesaal untereinander einen Abstand von 2 Meter haben. Personen, die im selben Haushalt sind, beziehungsweise im selben Zimmer wohnen, können diesen Abstand unterschreiten. Auch im Hotel gibt es die Möglichkeit, Trennvorrichtungen einzurichten. Und in diesem Fall kann im Speisesaal generell den Abstand von den 2 Metern unterschreiten. An den Tischen gibt es keine Mundschutzpflicht. Hingegen auch im Hotel an der Theke 2 Meter Abstand zwischen den Gästen, die einen Mundschutz tragen und wie gesagt Mundschutz tragen an Buffet. Das sind die Regeln, die auch fürs Hotel gelten. Sorry, Rücken zu Rücken auch im Hotel Speisesaal. Im Hotel, ja genau, das habe ich auch vergessen, auch die Regelung Rücken zu Rücken, wenn ihr Rücken zu Rücken sitzt, gilt auch im Hotel der Abstand von 1 Meter. Wie gesagt, für den Bereich Schank-Speisebereich im Hotel gelten dieselben Regeln wie für Restaurant, Bar, mit Ausnahme, dass dort auch die Personen im selben Zimmer als wie im selben Haushalt lebend angesehen werden. Ja, danke schön. So eine ganz aktuelle Geschichte, oder? Da scheinbar ich jetzt so mitgekriegt am Rande, wir haben ja alle Geräte am Laufen. Wild spekuliert, wie es denn ausschaut mit dem und deshalb auch Fragen dazu. Darf ich weiterhin in der Bar, im Gasthaus, wo auch immer, in einem Gastbetrieb Zeitungen auslegen?
Beziehungsweise müssen wir in Zukunft auf das Wäre, auf sehr geliebte Wattele, Kartenspielerei verzichten. Verrückter Schild ist zum Ersten. Zum Zweiten, auch ganz wichtig, hätte man vielleicht schon aktiver bringen können. Interessiert die Leute auch. Welche Strafen sehen ich entgegen, wenn eben gewisse Auflagen noch nicht eingehalten werden? Die zwei Punkte, bitte, Frau Schiller. Also grundsätzlich ist Thema so, dass alle Gegenstände, also die Tische, die Utensilien, alle Gegenstände zwischen dem einen Kunden und dem anderen Kunden desinfiziert werden müssen. Und da fängt es rein praktisch bei der Zeitung an. Eine Zeitung kann ich nicht zwischen einem Kunden und dem anderen Kunden desinfizieren. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man innovativ ist, dass man sich entsprechende Abos aufs iPad lädt, dieses iPad dem Gast zum Lesen gibt und dann das iPad zwischen den einen Kunden und den anderen Kunden desinfiziert. Wie gesagt, da haben wir einfach das praktische Thema. Das Thema Watten genauso. Watten seien häufig ja nicht, also Personen, die Watten oder die sich zum Watten treffen, seien häufig nicht Personen, die im selben Haushalt leben. Also haben wir da mal das Thema für die 2 Meter Abstand. Also es darf gewattet werden unter der Voraussetzung, dass die Watter, wenn sie nicht im selben Haushalt leben, 2 Meter Abstand einhalten. Das ist ein Thema. Und das andere natürlich, man müsste die Karten jedes Mal desinfizieren. Meine praktische Empfehlung ist folgende: Die Watter sollen die Karten von daheim mitnehmen. Dann kehren sie nicht mehr im Betrieb und die Watter haben die Karten mit und sie seien für die Karten verantwortlich. Sobald sie gehen, nehmen sie sie wieder mit heim. Also das ist meine praktische Empfehlung. Grundsätzlich, was die Strafen angeht, seien das natürlich nicht ganz lapidare Strafen. Die Strafen gehen von 400 bis 3.000 Euro, die natürlich reduziert werden können, wenn ich sie innerhalb einer gewissen Zeit zoll, auf maximal 280 Euro. Was für die Betriebe, also diese Strafen gelten sowohl für den Betrieb als auch für die Personen, die die Bestimmungen nicht einhalten. Was für den Betrieb natürlich auch wesentlich ist, ist, dass eine Betriebsschließung zwischen 35 Tagen verhängt werden kann. Und da sind wir eben wieder ganz genau bei dem Punkt, der Betrieb sollte schon darauf schauen, dass seine Gäste darauf hingewiesen werden, dass sie die Bestimmungen einhalten und sollten und sich auch aktiv daran beteiligen, dass die Gäste die Bestimmungen einhalten, indem ich sie einfach darauf hinweise, um im Falle einer Kontrolle dann wirklich nachweisen zu können, dass sie alles mir Mögliche unternommen habe, damit meine Gäste die Pflicht einhalten. Okay, danke. Noch nicht so zwei, glaube ich, Fragen herausgezupft, die vielfach genannt worden sind. Zum Ersten, das ist, glaube ich, auch klar, die Antwort bleibt darauf möglich. Gibt es unterschiedliche Vorgaben im Innenbereich versus beziehungsweise Außenbereich, sprich Terrassen, Gastgärten und so weiter und so fort? Doch manchmal wahrscheinlich vor allem als Thema Abstände, wird auch die Frage der Schieber gleich antworten und auch vielfach, weiß ich, woher das kommt, dieses Gerücht. Die Frage, gibt es jetzt noch besondere Vorschriften in der Corona-Zeit, was die Sperrstunde anbelangt, sprich die Öffnungszeiten der Betriebe? Diese zwei Punkte, bitte, Frau Schiffer. Also was die Öffnungszeiten angeht, gibt es für das Gastgewerbe überhaupt keine Regelung. Das heißt, die Betriebe öffnen während der ganz normalen Öffnungszeit, wie sie auf der Lizenz steht. Die normale Öffnungszeit ist zwischen 6 Uhr in der Früh und 1 Uhr abends. Ich kann natürlich Sonderöffnungszeiten auf der Lizenz stehen haben, dann öffne ich innerhalb dieser Sonderöffnungszeiten. Wenn ich Öffnungszeiten verkürzen möchte, auch das ist möglich, weil gar einige Betriebe sagen, sie tieren kürzere Zeit auf. In dem Moment schlage ich halt diese kürzeren Öffnungszeiten aktiv am Eingang des Betriebes ein. Auch wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Öffnungszeit von 6 bis 1 und ich möchte aber nur von 11 bis 3 offen halten, dann schlage ich das auf. Also es gelten die ganz normalen Regeln bezüglich Öffnungszeiten wie in auch vor Corona-Zeiten. Genauso die Ruhetageregelung, also die ganzen Bestimmungen seien aufrecht. Die Betriebe haben mit Ausnahme dieser Einschränkung ab dem 11. Mai unter den normalen Voraussetzungen geöffnet. Was die Tischabstände bzw. die Personenabstände angeht, ist auch auf den Terrassen gelten dieselben Abstandsregeln. Das heißt, 2 Meter Abstand zwischen Personen, die nicht im Haushalt, im selben Haushalt leben. Außer ich habe dann, wie gesagt, auch die entsprechenden Trennvorrichtungen. Abstandsregeln muss ich nicht einhalten mit den entsprechenden, und wenn ich entsprechende Trennvorrichtungen habe. Diese entsprechenden Trennvorrichtungen, weil wir auch bei dem Thema sein, müssen jenes Material haben, dass ich sie desinfizieren kann nach jedem Kunden. Das heißt, das dürfen nicht Stofftrennwände sein, das dürfen auch nicht Holztrennwände sein, wenn das Holz nicht lackiert ist. Also in dem Moment, wo es Flächenmaterial ist, was ich nach jeder Nutzung desinfizieren kann, dann ist jegliches Art von Material zulässig.
Ja, danke Frau Schieder. Dann ein ganzheitlicher Ansatz, ein ganz mehr fast eine Einschätzung eines Mitgliedes, was ja auch der Präsident schon einleitend bestätigt hat, dass natürlich für lange nicht alle Betriebe das so ganz einfach ist, diese stringenten Regelungen einzuhalten. Vor allem wird da das Thema der Mindestabstand von 2 Metern kritisiert. Ist natürlich grundsätzlich mehr, wie es andernorts zum Beispiel der Fall ist. Und dann noch eine konkrete Frage dazu, falls die staatlichen Regelungen lockerer werden würden, ob dann das Land Süddeutschland bzw. HGV danach trachtet, sich dann natürlich anzupassen. Ich glaube, Präsident Zell, kannst du gleich beantworten, Zell, sie ist, glaube ich, klar. Aber ich darf nur einen Hinweis machen, liebe Mitglieder, also in Rom hat man jüngst auch geredet von 4 Meter Tischabstand. Gell? Das ist was, von was man redet. Jetzt redet man von 2 Meter Tischabstand, was auf jeden Fall sicherlich nicht so Geschichte ist wie 2 Meter Personenabstand, wie wir es heute in Land Süddeutschland haben. Präsident, bitte, bist du da? Gerne. Ich war vorgestern in einer Videokonferenz mit römischen Experten auch vom Ministerium heraus und dort hat man auch die Vorschläge kurz beraten bzw. sind sie vorgestellt worden. Einmal gibt es den Vorschlag auf römischer Ebene, eine Person 4 Quadratmeter, dann gibt es den Vorschlag, 4 Meter Abstand würde das Arbeiten total unmöglich machen. Aber um auf die konkrete Frage antworten zu können, sollten die Römer verbesserte Maßnahmen vorsehen, wie wir in Südtirol, und die Infektionszahlen es erlauben und wir auch entsprechend den Vorgaben uns verhalten, dann kann der Landeshauptmann ohne Gesetzesänderung jede Woche an und für sich mit Maßnahmen, mit Anordnung die Voraussetzungen verändern bzw. für uns erleichtern. Da werden wir natürlich täglich auf der Hut sein und sobald irgendwo Erleichterungen erkennbar sein, diese dem Landeshauptmann vorschlagen. Danke. Danke, Präsident. Es sind noch Haufen Fragen wiederum, wo wir gleich noch ein bisschen nachhaken und nochmal erläutern müssen. Einmal wieder das Thema Gesichtsvisier, respektive Schutzvisier, beziehungsweise zum Beispiel muss ein Koch, der alleine in der Küche ist, überhaupt eine Maske tragen? So konkrete Fragen darf ich auch mal ein bisschen in die Runde weitergehen. Bitte, Frau Hochschieder. Ja. Hier reden wir eben wieder von Arbeitssicherheit, die Bestimmungen. Natürlich, wenn ich eine Person alleine bin, dann brauche ich keine Schutzvorrichtung, also keine chirurgische Gesichtsmaske tragen, weil ich ja nicht in Kontakt mit anderen Personen bin. Die chirurgische Maske muss ich immer dann tragen, wenn ich mit anderen Personen in Kontakt treten kann. Der Koch allein, der auch keinen Kontakt zu irgendeinem Servicepersonal hat, braucht keine Gesichtsmaske. Gut, danke. Da habe ich gerade wieder eine Frage zum Thema Buffet sehe. Auch dort wieder ein Beispiel, gell, weil man das jetzt alles, was von Rom kommt, lockerer wäre. Buffet-mäßig ist der Stand in Rom, laut den Medienberichten zumindest, dass man selbst auf Staatsebene vielleicht gar nicht einmal ermöglichen möchte. Gell. Also das, was allerdings bei uns sehr wohl möglich ist. Und dazu eine konkrete Frage. Kann am Buffet auch von einem Mitarbeiter serviert werden, um für den Gast die Einweghandschuhe zu vermeiden? Also auf jeden Fall ist das möglich. Der Gast darf halt nicht mit keinem Gegenstand, der am Buffet ist, in Kontakt gekommen. In dem Moment muss der Mitarbeiter die Einweghandschuhe tragen. Mundschutz müssen beide tragen, weil die wahrscheinlich einen Kontakt von weniger als 2 Metern erreichen. Und insofern kann auch ein Mitarbeiter am Buffet servieren. Wenn der Gast keine Gegenstände anfasst, bis auf das Teller, das ihm vom Mitarbeiter gereicht wird, dann braucht der Gast natürlich auch keine Einweghandschuhe. Was da in dem Moment zu sagen ist, es ist auf alle Fälle, in diesem Falle, wenn es sich wahrscheinlich um Schlangenbildung handelt, man sollte vermeiden in diesem Fall, dass sich Gruppen oder mehrere Personen gleichzeitig aufhalten. Das Buffet sollte so angerichtet sein, dass die Personen in einen halbwegs sicheren Abstand hingehen können. Wir empfehlen einen Abstand von 1 Meter zwischen den einzelnen Personen. Also das sind allgemeine Abstandsregeln, dass die Gäste untereinander schon vermeiden oder dass man das schon so herrichten soll, dass die Personen nicht zu eng aufeinandertreffen. Mundschutz muss der Gast sowieso tragen.
Okay, jetzt mal zwei Fragen an die Herren Amplatz Stefan und Wilfried Altenberger. Zunächst mal an den Herrn Altenberger, ja auch ein wichtiges Thema, wo vor allem der Präsident auf politischer Ebene wir viel interniert haben, wo aber noch nichts klar wie Definitives auf dem Tisch liegt, aber etwas schwebt in der Luft. Kontext, Verlängerung, Arbeitslosengeld für die saisonalen Beschäftigten. Wilfried Altenberger, wie schaut es ihm aus? Ja, ich glaube, da können wir auch zu, ich sage mal, schriftlich natürlich auch einen Fein an der Hand zu haben, aber wir sind zuversichtlich, weil es ja nicht nur Südtirol betrifft, sondern auch die ganze Area, Sommersaison und so weiter, dass in der Gret heute oder spätestens morgen definitiv, was noch veröffentlicht wird, drinnen steht, dass wir die 2 Monate bekommen. Das heißt also eine Verlängerung für April und Mai. Und das heißt also auch, wenn wir schon das letzte Mal gehört haben, wenn jemand im Jahr 2019 8 Monate gearbeitet hat, dann hat er 4 Monate Arbeitslosen, also immer die Hälfte von der gemeldeten Zeit. Und diese 4 Monate werden mit zusätzlichen 2 Monaten aufgestockt. Wie einleitend schon gesagt, das betrifft vor allem die Mitarbeiter, die hätten sollen in der Sommersaison beginnen und durch die Schließung praktisch nicht gestartet sind, keinen Arbeitsvertrag haben und auch momentan ohne Arbeitslosengeld sind. Das Problem sehen wir weniger oder überhaupt nicht alle Mitarbeiter, die in der Wintersaison gearbeitet haben. Also da muss ich auch sagen, zur Beruhigung aller, da haben wir sicher als HGV, glaube ich, einmal die Schließung der Betriebe, dass das funktioniert hat, aber auch die Mitarbeiter, die haben ja von Anfang Dezember bis März gearbeitet und die haben jetzt die Voraussetzung, dass sie bis zum Juni oder wieder Beginn Mitte Juni oder Ende Juni arbeitslos beziehen können und auch für die Folgezeit dann abgedeckt sind. Wir haben nur das Problem eben bei den sogenannten reinen Sommerbetrieben, wenn wir schauen müssen, dass sie genügend Versicherungsmonate zusammenkommen im Jahr 2020 und nicht im Winter dann nur mit reduzierter Anzahl an Monaten darstellen. Aber wie gesagt, morgen gehen wir davon aus, dass das da ist und dann werden wir die Erfolgsmeldung natürlich auch können kommunizieren und die Mitarbeiter vor allem beruhigen, weil sie dann 600, 800, das ist überall ein bisschen in der Waage, steht wie viel sie dann kriegen. Das heißt, das Arbeitslosengeld selber ist ja dann gestaffelt, sage ich mal 900.000 Euro. Und die, was komplett ohne Abdeckung sind, können eventuell nicht nur für den März, sondern vielleicht auch für den April mit einem Zuckerle noch eventuell, sage ich, abgegolten werden. Aber schauen wir uns das an, wenn das Dekret da ist. Wie gesagt, von Stunde zu Stunde werden die Texte neu geschrieben. Und wir schauen jetzt, welche Mehrheit dann zum Schluss sich durchsetzt und wir dann die Erfolge eben vermelden können. Ja, danke. Jetzt eine Frage, die schon angekündigt an den Stefan Amplatz. Ist davor schon angeschnitten worden oder möchte man noch eine Klärung? Thema Mietverträge. Da geht es Mietverträge versus Pachtverträge in dem Kontext. Allen Geschichte Kredite im Posta. Vielleicht Stefan Amplatz, wenn du das nochmal erklärst, wie der Stand der Dinge ist, was schon Fakt ist. Ich glaube, das betrifft die Mietverträge und was noch schwedisch, das betrifft die Pachtverträge. Wenn du das bitte nochmal erklärst. Ja, das ist vollkommen richtig. Also, wie gesagt, die zwei der vorherigen Dekrete haben eigentlich den Steuerbonus nur für die reinen Mietverträge eingeführt. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, also in dem Fall geht es dann um Betrieb, um Mietverträge gegenüber oder die eine betriebliche Einheit der Kategorie C1 beinhalten. Und in dem Fall kann ich 60% der bezahlten Miete mit anderen Steuern verrechnen. Wie gesagt, also aufgrund der alten Dekrete nur was Mietverträge anbelangt. Jetzt eben mit diesem erwarteten Dekret Rilancio sollen dann auch Pachtverträge mit berücksichtigt werden. Und in dem Fall wäre dann ein Steuerguthaben von 30% der bezahlten Pachtzinsen mit einzurechnen. Und in dem Fall spricht man dann sogar von den Monaten März, April und Mai. Und wie gesagt, das müssen wir dann erst dann sehen, wenn es dann definitiv auch verabschiedet ist. Okay, danke. Jetzt ist wohl der Präsident wiederum gefragt. Jetzt um das Thema Grenzen nochmal. Ich glaube, es hat schon Eingangspräsident ja schon den Stand der Dinge erklärt, aber anscheinend will das nochmal ein bisschen vertiefter wissen. Connex, eben 15. Juni hört man, Deutschland und Österreich öffnen die Grenzen. Wie sieht die Situation bei uns in Südtirol aus? Wäre ein unabhängiges bilaterales Abkommen für Südtirol mit diesen Ländern möglich? Ja,
ist die wesentliche Frage, um das, was uns ermöglicht wird, den Tourismus wieder in Schwung zu bringen. Es gibt auf verschiedenen Ebenen Interventionen. Ich darf kurz zusammenfassen. Der Landeshauptmann ist in steter Verbindung mit auch Robert-Koch-Institut, nachdem unsere, Gott sei Dank, unsere Zahlen in Südtirol an Infektionen und Intensivpatienten stark zurückgegangen sind, ist die Voraussetzung gut, dass auch das Robert-Koch-Institut, das die deutsche Bundesregierung berät, entsprechend auf den Landeshauptmann hört. Zum Ersten. Zum Zweiten, wiederhole ich, gibt es für die, die anfangs nicht dabei waren, wir sind jetzt fast bei 600 Teilnehmenden Interessierten, deshalb wiederhole ich nochmal, für die, die nicht dabei waren, heute findet eine Videokonferenz mit dem Staatssekretär im Ministerium, zuständig für Tourismus in der Bundesregierung Deutschland, Thomas Barreis, Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Österreichs, Elisabeth Köstinger, Landesrat Achammer und Landesrat Schuler mit IDM-Präsident Hansi Biechler zusammen statt. Dort wird man wiederholt versuchen und aufgrund von klaren Daten und Fakten darzulegen, dass wir hoffen, dass es so bleibt, eine sichere Urlaubsdestination sind und als Gastronomen, Hoteliers alles daran setzen, dass das so bleiben wird unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und ganz stark über die Öffnung der Grenze, über die über die Reisefreiheit zu beraten. Drittens, auch auf EU-Ebene sind wir seit Wochen in Verbindung mit unserem EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann und mit anderen Politikern in Brüssel, wo auch versucht wird, von Brüsseler Seite, von der Kommission, und da sollte auch heute oder morgen eine Richtlinie herauskommen. Man muss allerdings dazu sagen, die EU, die Kommission, kann hier nur empfehlen, entscheiden, tun leider Gottes in diesem Fall immer noch die einzelnen Staaten. Viertens, und das war auch am Montag, ich wiederhole, eine Sitzung geleitet vom Kommissar, eingesetzt vom Ministerpräsidenten für die Phase 2, Dr. Vittorio Colao, der diese Expertenrunde geleitet hat. Und dort habe ich mir auch ganz entsprechend klar und deutlich dafür eingebracht, dass Italien insgesamt, sei es der Tourismusminister Franceschini, wie auch der Ministerpräsident, konnte entsprechend Druck macht, dass Italien bei diesen Verhandlungen, wie man auch heute Morgen schon vernommen hat, Schweiz mit Frankreich, Österreich und Deutschland, Schweiz einsorgen wird, sondern dass Italien sich bei diesen Verhandlungen ganz stark, viel stärker einbringt als bisher. Dieser Wunsch wurde klar und deutlich deponiert und auch von allen Teilnehmern nochmal untermauert. Deshalb, wir bleiben am Ball, versuchen unser Bestes, aber leider entscheiden das nicht wir. Danke. Danke, Herr Präsident. Jetzt möchte ich nochmal das Thema aufgreifen, weil es scheinbar nicht ganz klar noch ist. Thema Unterbringung in den Zimmern versus dann dürfen die Menschen dann auch gemeinsam am Tisch sitzen. Ja, grundsätzlich, aber lasst uns ein paar Unterschiede nochmal erläutern, wozu uns alle, die gemeinsam in einem Zimmer, in einer Wohnung übernachten, und die müssen nicht unbedingt den gemeinsamen Haushalt angehören, kann jeder sein, gell? Die können dann auch entsprechend am Tisch selber, im Frühstücksraum, im Hotelrestaurant, was auch immer, gemeinsam am Tisch sitzen, ohne die famosen 2 Meter Abstand einhalten zu müssen. Aber bitte, wir werden mal ergänzen für Unterschiede. Ja, was da noch zu sagen ist, ist natürlich, ich habe es gesehen im Chat, die Frage, wenn das natürlich befreundete Paare sein, die alle in einem getrennten Zimmer untergebracht sind, die natürlich dürfen nicht am selben Tisch sitzen, außer der Betrieb hat entsprechende Trennvorrichtungen. Diese Personen, weil sie ja zu Hause nicht im selben Haushalt wohnen und weil sie im Betrieb nicht im selben Zimmer untergebracht sind, diese Personen müssen einen Abstand von 2 Metern untereinander
einhalten, jeweils jene Personen, die nicht im selben Haushalt gehören und nicht im selben Zimmer sein. Das heißt, wenn es drei befreundete Paare sein, die in drei verschiedenen Zimmern untergebracht sein, dann sitzen die Paare jeweils an einem anderen Tisch beziehungsweise in einem Abstand von 2 Metern jeweils zueinander. Zimmer für Zimmer. Geschieder auch häufig gestellt, das Thema Plexiglas. Gibt es eine Pflicht dazu in Frühstücksräumen, zum Beispiel bei der Rezeption, keine vorhandenen grundsätzliche Pflicht? Nein, es sei denn, man will eben mit Trennvorrichtungen Abstände unterscheiden oder zusätzliche Sicherheit auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiter bieten. Aber bitte um Ergänzung, Frau Schieder. Trennvorrichtungen einzuziehen. Trennvorrichtungen sind immer dann möglich, wenn ich die Abstände von 2 Metern zwischen den Personen unterschreiten möchte. Nächste Frage ist, was öfter genannt worden ist. Das haben wir schon gehabt. Ja, auch nach wie vor einige Male Thema Desinfektion, eben wie die Frau Schier schon erklärt hat, sämtliche Utensilien müssen ja regelmäßig alle desinfiziert sein werden. Und dort vor der Mitglied, wie schaut es aus mit den Speisekarten? Gilt grundsätzlich natürlich auch dort. Genau, auch die Speisekarten müssen desinfiziert werden. Das heißt, die Speisekarten im Papier sind nicht möglich. Die werden entweder plastifiziert, beziehungsweise ich wechsle nach, wenn es Papierspeisekarten sein, bekommt jeder Gast einen neuen Ausdruck. Die schönen Speisekarten in Form eingebunden von Stoff ist natürlich nicht möglich zu desinfizieren. Wenn das hingegen Kunstleder einband, die Speisekarten in Form von Kunstleder aufgelegt werden, was von der Fläche her desinfizierbar ist, dann ist es, können diese verwendet werden. Das heißt, da muss man einfach praktisch denken. Ich kann alle Gegenstände dem Gast, dem Kunden in die Hand drücken, die danach desinfiziert werden können, einfach vom Praktischen her. Wenn das Materialien sein, die ich nicht desinfizieren kann, oder schwierig desinfizieren kann, weil sie aus Stoff sein, beziehungsweise aus Papier, dann verwende ich sie nicht. Auch die Menagen am Tisch müssen jedes Mal, also wenn ich Menagen am Tisch stehen habe, müssen jedes Mal nach jedem Gast desinfiziert werden. Hier könnte man sich das sparen, indem man vielleicht Einweg Produkte zur Verfügung stellt, ist nicht sehr nachhaltig, ist auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber das würde auch eine Möglichkeit sein. Gut, eher eine grundsätzliche Frage. Sie gleich als Präsident gerade eine Ton oder sprengen wir die und machen mit anderen Dingen weiter. Wiederum eher die Grundsatzfrage, wie viel Desinfektionsspender, wie oft die Reinigung und dergleichen mehr. Die Leute haben davor schon umfangreich geschildert. Es wird sicher in der Zukunft vielleicht noch nähere Hinweise auch von den Sanitätsbehörden hier und Empfehlungen geben. Wir haben die entsprechenden schon erarbeitet und dort auch ein Hinweis eines Mitglieds, weil wir natürlich auch demnächst tun müssen, das Ganze, was jetzt die Mitarbeiter-Schulung anbelangt, auch auf Italienisch Sprache zur Verfügung stellen, werden wir entsprechend natürlich auch vorbereiten müssen, ganz klar. Die Mitarbeiterschulung ist, wenn es mich nicht täuscht, also der Teil Arbeitssicherheit ist zweisprachig zur Verfügung gestellt. Müsste auf der Homepage zweisprachig sein, was die Mitarbeiterschulung angeht. Natürlich die Informationen für den Betriebsinhaber ist nicht zweisprachig, werden wir übersetzen. Perfekt, wenn es schon so ist, dann ist es ja somit auch gelöst. Schön, dann schauen wir weiter. Ja. Einmal beim Thema Gesundheitsschutz. Was passiert denn, wenn ein Kunde oder ein Mitarbeiter Fiebersymptome hätte? Wie soll man damit umgehen? Soll man den gleich zum Covid-19-Test schicken? Wie schaut es da grundsätzlich aus? Ich glaube, die Frau Schieder gefragt. Also im Grunde läuft genau das Protokoll ab, was ich vorhin sehr detailliert erklärt habe. Das heißt, der Mitarbeiter wird isoliert, der Betriebsinhaber informiert Sanitätsbetrieb, Mitarbeiter hat keinen Kontakt zu anderen Personen, Sanitätsbetrieb gibt Anweisungen, wird diese Person in Quarantäne, also er sagt, er soll in seinem Zimmer bleiben, sich nicht keine anderen Personen kontaktieren. Und je nachdem wird er täglich kontaktiert von einem Arzt und nach seinem Befinden gefragt oder es wird werden Mitarbeiter vom Sanitätsbetrieb vorbeikommen, um entsprechende Tamponi zu nehmen. In der Zwischenzeit natürlich, solange nicht abgeklärt ist, dass diese Person
nicht mit Covid infiziert ist, bleibt diese Person in Selbstisolation, darf also keinen Kontakt zu anderen Personen haben. Okay, danke Frau Schieder. Ab wo wir fortkommen, es müssen einige Campingplatzbetreiber auch in der Runde dabei sein. Ich glaube, kann man grundsätzlich sagen, die Regeln gelten für Campingplätze grundsätzlich gleich. Auch doch, diesmal grundsätzlich ganz wichtig, keine Beschränkung der Gästeanzahl dort. Es ist auch ganz klar schon vorher gefragt worden, dass auch die Campingplätze am 25. Mai in der Theorie öffnen können. Also es gilt eigentlich alles gleich wie für die anderen Beherbergungsbetriebe auch. Da darf ich noch einwenden. Bitte? Die Campingplatzbetreiber werden vom Präsidenten der Campingplätze ein entsprechendes Dokument erhalten, das speziell nur mal auf die Campingplätze die Bestimmungen anpasst. Das heißt im Grunde keinen Unterschied zu den Beherbergungsbetrieben, keinen Unterschied zu den Schankspeisebetrieben, bis auf die Tatsache, dass wir nicht Zimmer, sondern Stellplätze haben. Und natürlich ein besonderes Augenmerk ist, auf die Gemeinschaftsräume zu legen. Campingplätze haben Waschräume, haben Waschsäle und dort gilt natürlich die Regel, eine Person pro 10 Quadratmeter darf sich gleichzeitig in diesen Waschräumen aufhalten unter 2 Meter Personenabstand. Das ist die Besonderheit, ansonsten gibt es keine Besonderheiten für Campingplätze. Gib aber detaillierte Informationen über den Fachverband. Über die Fachverband. Gut, danke. Auch wichtige Frage, wobei ich so sagen muss, wir sind schon recht tief drin in der Materie, aber das ist natürlich vor allem auch sehr medizinische Fragen, die werden wir jetzt in Zukunft auch wahrscheinlich in unserem Know-how noch intensivieren müssen. Ganz konkrete Frage, wie lange darf denn so eine chirurgische Maske oder eine FFP2-Maske überhaupt getragen werden? Ich glaube, der Grundsatz ist schon mal je nach Hersteller-Angabe. Das ist ja der Hersteller entsprechend in der Beschreibung angeben, ob es noch, da gibt es auch viele Gerüchte, ob es noch 4 Stunden sein oder 6 Stunden oder total wegzuschmeißen oder wiederverwendbar, was auch immer, wir uns einfach ganz partout an die Herstellungsangaben halten und gar nicht groß herum experimentieren, im Vollbewusstsein darüber, dass es natürlich auch ein Kostenfaktor wird und ein großer Aufwand auch bis hin zur Entsorgung des Ganzen. Das ist natürlich insgesamt auch ein Wahnsinn, was das ganze Thema Sicherheit anbelangt. Aber können wir heute wie heute natürlich noch nicht weitere Erleichterungen in Aussicht stellen. Die Speisekarten haben wir schon gehabt. Das ist klar ein wichtiger Punkt für viele Betriebe, Hotelbetriebe, die im Bereich Wellness oder in Beauty Massagen spezialisiert sind. Ganz eine generelle Frage, wie sieht es aus bei der Behandlung im Beauty-Bereich? Wie schaut es aus mit Massagen, Gesichtsbehandlungen und dergleichen mehr? Was gibt es da für Vorschriften? Grundsätzlich ist zu sagen, dass nur Hallenbad und Sauna geschlossen bleiben müssen, außer ich bin eben ein Betrieb, der die Covid-Protected Area-Voraussetzungen erfüllt. Hingegen die übrigen Wellness-Anwendungen kann ich anbieten. Das heißt, ich kann alles anbieten, was mit Körperpflege zu tun hat, was mit Schönheitspflege zu tun hat. In dem Moment natürlich müssen die Schönheitspfleger besondere Schutzmaßnahmen oder es müssen besondere Maßnahmen erfüllt werden. Zum einen haben wir die Regel 1:10 Personen auf der Fläche. Zu empfehlen ist, also die Behandlungen müssen auf Voranmeldung durchgeführt werden. Es sollte eben, wie gesagt, nicht mehr als eine Person je 10 Quadratmeter sich in diesen Bereichen aufhalten. Wenn man Voranmeldung, diese Tätigkeiten als Schönheitspflege auf Voranmeldung anbietet, dann ist das in der Regel ja kein Problem. Die Kunden treffen sich ja nicht. Die Schönheitspfleger selber, also es ist grundsätzlich so, dass die Schönheitspfleger selber täglich Fieber messen. Also, dass bei den Schönheitspflegern selber täglich Fieber gemessen werden muss, dass die Schönheitspfleger eine FFP2-Gesichtsmaske tragen müssen oder einen Gesichtsschutz, je nach Art der Behandlung unter Umständen auch beides, aus Gründen der Arbeitssicherheit, dass praktisch die Gäste auch vor der Behandlung eine Fieber gemessen, bei den Gästen auch Fieber gemessen werden muss. Die Gäste müssen auch eine Maske tragen, eine chirurgische Maske oder eine Gesichtsmaske, also nicht eine, muss nicht eine FFP2-Maske sein. Die Schönheitspfleger müssen Handschuhe tragen, müssen einen entsprechenden Schutzanzug tragen, also im Grunde dieselben Auflagen erfüllen wie die freiberuflichen Schönheitspfleger auch. Und es gibt dann eben in dem Moment, wie gesagt, Fieber messen, Handschuhe tragen, FFP2-Maske tragen, beziehungsweise der Kunde muss auch die entsprechende Maske tragen. Und dann können Schönheitsbehandlungen, Massagen und so weiter angeboten werden.
Ja, danke schön. Vielen Dank, geschätzte Mitglieder. Also, da sind wahrscheinlich hunderte Paar jetzt vor und einer gekommen. Ich versuche es ein bisschen zu clustern, weil sie sich sehr oft wiederholen. Wir versuchen auch jeden Fall auszuzupfen, wo es scheinbar noch eine Verständnisfrage gibt zu Fragen davor. Aber die allermeisten sind schon sehr, sehr ähnlich in diesem Kontext. Und deshalb jetzt gerne den Präsidenten, der Präsident ist wieder da, glaube ich, ja. Da hat ihm übergeben, weil das ein bisschen ein generelles Thema ist, Thema Gebühren, Müll, Wasser, Abwassergebühren, vor allem Thema GIS, was uns ja bei Initiative sehr stark belastet. Ganz konkrete Frage von einem Mitglied, ist es absehbar, dass diese nicht gleich bald gestundet werden, sondern vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt erlassen werden? Bitte, Präsident. Ja, danke für die Frage. Die betrifft uns natürlich alle. Wir sind mit den bisherigen Unterstützungsmaßnahmen für den Beherbergungsbereich Bars, Gastronomie nicht zufrieden. Das wissen Sie, das haben wir auch öffentlich kundgemacht. Wir haben bereits am 6. März in schriftlicher Form beim Landeshauptmann und bei der Landesregierung deponiert, dass wir gerade, was Müllgebühren anbelangt, wir können doch nicht, wenn wir mittlerweile jetzt in Gebieten, wo kein Wintersport, kein Wintertourismus möglich war, 7 Monate, also mehr als das halbe Jahr, unseren Betrieb notgedrungen geschlossen halten, nicht für das ganze Jahr die Grundkosten, was den Müll anbelangt, bezahlen. Hier wird verhandelt, das ist klar, das ist auch schriftlich von uns deponiert worden. Genauso wie weitere Gebühren, die entsprechend zwischen Land, Gemeinden, Verband und einzelnen Gemeinden zu verhandeln gilt. Wir haben diesbezüglich auch unsere Ortsfunktionäre angeregt, bei den jeweiligen Bürgermeistern, Gemeindereferenten vorzusprechen, um vorzufühlen, ob die Sensibilität auch auf Gemeindeebene gegeben ist. Was die GIS anbelangt, dort sind wir extrem stark unterwegs, einstweilen mit unserer klaren Forderung. Wir haben auch schon Signale, auch vom Herrn Landeshauptmann und vom Landesrat Schuler erhalten, dass diesbezüglich die Türen für eine Diskussion zwischen Gemeindenverband und auch einzelnen Gemeinden geöffnet ist. Das heißt, wir werden nach wie vor darauf drängen, dass nicht die Aufschiebe, dass einfach nur die Zahlung aufgeschoben wird, sondern dass für das Jahr 2020 die GIS auch entsprechend wegfällt bzw. komplett annulliert wird. Hier warten wir auch noch auf Staatsebene, was im Decreto Rilancio, das heute verabschiedet wird, ja enthalten ist, ob es Ausgleichszahlungen an das Land von Seiten des Staates diesbezüglich gibt und dann, dass der Staat entsprechend auch, das Land entsprechend auch den Gemeinden Unterstützung gewähren können. Auf alle Fälle ist unsere Forderung auch am Montag anlässlich des AGV-Forums nochmal stark deponiert worden. Danke. Alles klar. Glaube ich, noch eine generell sehr legitime Frage. Ich werde ins AGV Schieler ein bisschen schildern. Aber jetzt um die Unterstützung seitens HGV. Inwiefern plant der HGV das ganze Thema auch Warnhinweisschilder Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Richtung Gäste, Thema Abstandsregeln und so weiter und so fort? Was gibt es da schon beim HGV und was plant der HGV noch demnächst den Betrieben zur Verfügung zu stellen? Da ja, so schreibt das Mitglied, da ja einige Betriebe schon mittlerweile geöffnet haben. Bitte, Frau Schieler. Also wir haben in der Newsletter vom Freitag kommen wir in die gesamte Informationen, was Mitarbeiterschulung angeht, auch was die konkrete Händehygiene angeht, was die konkreten Hygienebestimmungen angeht, haben wir alle zur Verfügung gestellt. In Ausarbeitung sein jetzt im Moment, und das ist jetzt eine Frage
der Stunden seine Ausarbeitung, dass wir oben einmal ein Schild bezüglich Gesichtsmaske und Handschuhe tragen für jene Personen, die Buffet anbieten, beziehungsweise für die Betriebe, die Schönheitspflege anbieten. Es wird ein allgemeines Schild zur Verfügung gestellt werden, das man am Eingang der Bar-Restaurant zur Verfügung stellt, wo man darauf hinweist, dass nur gesunde Personen, also kranke Personen zu Hause sein sollten und die entsprechenden, dass man die Hände desinfizieren soll und dass man eben die Abstände einhalten soll mit den jeweiligen Hinweisen. Und das Schwierige ist eben, die Hinweise Abstand am Tisch, 2 Meter zwischen den Personen ohne Maske, am Tresen 2 Meter Personen mit Maske, Rücken an Rücken 1 Meter Personen ohne Maske. Also die, in dem Moment müssen wir spezielle Zeichnungen anfertigen und wie gesagt, die werden in den nächsten Stunden zur Verfügung gestellt werden. Dankeschön. Glaube ich auch eine sehr interessante, legitime Frage, eben auch im Kontext, wenn jemand eben unter diesen stringenten Auflagen sagt, jetzt war ich heute dabei, mal im Schwimmbad, Handbad, mal in der Sauna, mal nicht öffnen. Eine Frage eher in Richtung Klaus Schmidt, natürlich eine schwierige Einschätzung, Bewertung, wie man sich da vom Preis her irgendwo verhalten könnte, weil natürlich der Gast wird das wirklich klarweise sagen, wir haben ja ein Angebot weniger im Betrieb und vor grundsätzlich, wie man sich in der Richtung am besten bewegen könnte, auch kommunikativ, bitte Klaus Schmidt, Leiter Unternehmensberatung. Ich denke, wenn aufgrund der sehr, sehr starken Sicherheitsauflagen wesentliche Angebote, die ja für die Preisgestaltung eine Rolle spielen, nicht angeboten werden können, dann kann eine Anpassung des Preises in diesem Fall noch unten notwendig sein aus Marktsicht. Kalkulatorisch könnte man das ja auch rechtfertigen, weil in der Tat wird es so sein, wenn man Bereiche wie Hallenbad, Sauna, die ja auch sehr, sehr energieintensiv sind, nicht öffnet, dann wird sich das auch auf die Kosten auswirken. Also nur mal eine Preisanpassung aufgrund des Umstandes, dass man einen wesentlichen Teil des Angebotes nicht zur Verfügung stellt, kann durchaus legitim sein und ich glaube auch vom Gast erwartet werden. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem Thema Preisdumping, das man vorher besprochen hatte. Wir empfehlen immer einen Blick auf die Kosten. Also wie viel die beiden Elemente muss man gut verknüpfen. Was erwartet sich der Markt und was kann ich mir als Betrieb leisten? Welche Kostenreduktion kann ich weitergeben? Danke, Klaus Schmidt. Dann gleich haben wir gleich schon mal gehabt. Ich weiß nicht, ob man es schon ganz klar beantwortet hat. Ist sicherlich eine grenzwertige Situation. Nämlich die Situation, was ja einige Betriebe auch heute anbieten können, eine Privatsauna im Wesentlichen, einen privaten Whirlpool für eine Suite oder was auch immer, wo ja nur eigentlich jene Gäste das benutzen, die halt gerade in dieser Suite, in dieser Wohnung auch untergebracht sein. Deswegen sicher legitime Frage, dürfen die das zumindest tun, wenn sie das tun und nicht auch andere Gäste. Ist natürlich eine Grenzfrage, eine Gartbahn wahrscheinlich. In dem Moment absolut nicht grenzwertig, weil das ist wie die Dusche der Wohnung oder die Dusche des Zimmers zu sehen. Das ist eine Einrichtung, das ist ja eine Einrichtung Sauna oder Whirlpool, was ja nur von den Personen genutzt werden, die sich in diesem Raum aufhalten. Da ist ja keine Kontamination oder kein Kontakt mit anderen Personen drinnen. Natürlich dementsprechend höherer hygienischer Aufwand, achten bei der Desinfektion. Whirlpool ist sowieso ein Thema Thema, wo man aufpassen muss für die Legionellen und so weiter. In dem Moment, wenn es sich um Sauna oder Whirlpool handelt, der nur vom Nutzer der Suite oder der Wohnung, nur dem Nutzer der Suite oder der Wohnung zugänglich ist, ist kein Problem. Eine große Frage, die sich immer stellt in dem Zusammenhang ist, kann ich das eigentlich das große Hallenbad bzw. einzelne Saunakabinen zur Verfügung stellen? Das ist nicht möglich, also nicht vorgesehen, außerdem ist natürlich auch das Covid-Protected Area. Dann habe ich noch eine Frage, was ich gesehen habe im Chat, was ich auch in dem Zusammenhang klären möchte. Auch ein Whirlpool, der auf der Terrasse steht, ist für mich ein Freibad. Also Freibad definiere ich jetzt nicht Freibad im klassischen Sinne 4x10 Meter oder wie auch immer,
sondern auch ein Whirlpool, der auf öffentlich zugänglichen Flächen sich befindet, also auf der Terrasse, ist für mich gleich zu behandeln wie ein Freibad. Achtung, Whirlpool hat halt andere Risiken. Wie gesagt, muss man schauen, ob die entsprechenden legionellen Überwachungen durchgeführt werden. Ansonsten ist das gleich zu behandeln wie ein Freibad auf den öffentlichen Flächen. Gut, danke. Klar, die wichtige Antwort auf genauso wichtige Fragen, logischerweise. Jetzt haben wir noch folgende Sachen und dann so langsam plätschert es mit den Fragen dahin. Immer wieder dieselben, ist natürlich auch verständlich. Vielleicht hat nicht jedes Mitglied schon Punkt 9 dabei sein können. Deswegen können wir auch wieder mal wieder Fragen, die wir eigentlich schon beantwortet hätten. Aber wir bemühen uns das natürlich auch noch wieder zu vervollständigen in diesem Kontext. Da geht es jetzt zum Thema wieder um Covid Protected Area, ganz eine wichtige Frage. Kann ich diese Covid Protected Area, war im Vorfeld eine lange Diskussion, intern auch nur beziehen auf das Thema Spa, Wellnessanlage bzw. Saunen und Hallenbäder? Ganz eine wichtige Frage, gibt es da glaube ich heute eine klare Antwort, bitte Evelyn Schiller. Also als Covid Protected Area bezeichnet man das gesamte Hotel. Also es ist nicht möglich, es ist nicht vorgesehen, dass nur für den Sauna und nur für den Hallenbadbereich die Maßnahmen für die Covid-Protected Area eingehalten werden. Das heißt, das Hotel wird in diesem Fall für das gesamte Hotel diese Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, wie gesagt, tägliche Laserfiebermessung aller Mitarbeiter, die Bluttests, die zertifizierten, beim Einchecken die entsprechenden Vorlagen der Dokumente durch die Gäste. Also das ist eine Maßnahme, die das gesamte Hotel betrifft und nicht nur einzelne Bereiche. Ja, das zu dem, nachher nochmal Masken, ist ganz legitim natürlich, da müssen wir gleich unterstreichen, Zertifizierung, wir haben davor ja geredet von einmal Benutzung selber, Wiederholungsmöglichkeit bzw. Wiedernutzung, alles natürlich getreue Herstellerangaben. Da geht es mehr darum, weil das eine genaue Zertifizierung diese Masken haben müssen. Da gibt es, glaube ich, auch eine klare Antwort, damit man auch die Sicherheit hat, dass man die richtigen Masken verwendet. Frau Schieler, bitte. Also die chirurgischen Masken und die FFP2-Masken müssen entsprechende Zertifizierungen haben. Die müssen CE-zertifiziert sein und laut einer Uninorm hergestellt worden sein. Und die chirurgischen Masken müssen genaue Durchlasswerte oder genaue Werte erfüllen, die man abgleichen kann. Das heißt, wenn man vom Verkäufer Masken angeboten wird, die eine CE-Zertifizierung haben und die Bezeichnung chirurgische Masken, also von einem seriösen Anbieter, nicht vom Internet abgestellt, also nicht im Internet bestellt, sondern von einem seriösen Anbieter, dann kann man davon ausgehen, dass die Masken passen. Ansonsten, wenn Masken die Bezeichnung Behelfsmasken tragen, was es auch gibt, dann seien das nicht chirurgische Masken. Also der Verkauf von Behelfsmasken, das sind keine in der Regel keine chirurgischen Masken oder beziehungsweise keine Masken, die entsprechende vorgeschriebene Zertifizierung aufweisen. Okay, danke, Frau Schieder. Ja, natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Grundsatzfrage. Thema Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Maßnahmen. Wir haben gerade vorher schon gehört von der Frau Dr. Schieder geschildert, was jetzt so die Strafen wären grundsätzlich, aber natürlich auch ein Mitglied legitimerweise. Bin ich verpflichtet, für die Schutzmaßnahmen, für die Einhaltung zu sorgen? Grundsätzlich ja, das haben wir schon davor beantwortet. Natürlich ist man auch grundsätzlich für die Umsetzung verantwortlich. Was ist aber dann, wenn sich die Gäste nicht dran halten? Das ist natürlich eine Schlüsselfrage, die ist natürlich für alle anderen Vorschriften, wenn man das Rauchverbot reden und Platzmalen und so weiter und so fort, natürlich auch gibt. Alles andere wie angenehm, wenn das nicht der Fall ist, Frau Dr. Schieder, wie kann man da am besten damit umgehen? Ja, wie gesagt, von den Bestimmungen her ist der Betriebsinhaber verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden. Wichtig ist einfach, dass klipp und klar und laut und deutlich unter Anwesenheit von Zeugen die Gäste aufgefordert werden, die Bestimmungen einzuhalten. Ich habe natürlich keine Möglichkeit, die Gäste, ich kann sie zwar mündlich des Lokals verweisen, wenn sie sich nicht dran halten,
haben aber keine Möglichkeit, diese effektiv des Lokals zu verweisen. Im Falle einer Kontrolle natürlich hängt es immer davon ab, wie die Kontrollorgane vorgehen. Bin ich imstande, den Kontrollorganen plausibel zu erklären, dass ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um für die Einhaltung der Auflagen zu sorgen. Wenn ich das imstande bin, und da wäre es dann allem Zeugen brauchen, wenn ich das imstande bin, dann wäre ich keine Strafe kriegen, dann werden die entsprechenden Kunden bestraft werden, weil die sich ja auch nicht an diese Bestimmungen gehalten haben. Ist natürlich immer eine ungute Situation und da hofft man einfach auch auf das Augenmaß, wie in der gesamten Situation der Kontrollorgane. Ja, wird sicher eine Gratwanderung, eine Schwierigkeit ohne Ende, das ist ganz klar, weil ganz viele Menschen sich da mit neuen Umfeld und neuen Regelungen sich befassen müssen, sicherlich alles andere wie angenehm, diese Dinge auch erklären zu müssen. Ein wichtiger Punkt war jetzt, waren so die letzten eigentlich Fragen, was wir haben, vielfach auch genannt worden ist, zumal machen wir jetzt so ein bisschen Sorge, ein Mitglied sagt, dass die Finanzwache behaupten würde, dass das Servicepersonal partout Einweghandschuhe tragen müsste. Nach meiner Erkenntnis ist das nicht Pflicht, Frau Dr. Schiller. Also da sind wir wieder sehr, sehr, sehr detailliert in Arbeitssicherheit drinnen. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Und grundsätzlich, also das Tragen der Einweghandschuhe von den Mitarbeitern ist in den Regelungen zur Arbeitssicherheit drinnen. Und diese besagen immer dann, wenn Mitarbeiter untereinander in einem Kontakt kommen, wo sie den Abstand von einem Meter unterschreiten. Also Mitarbeiter untereinander, Abstand von einem Meter, müssen sie Handschuhe tragen. Wenn Mitarbeiter in Kontakt kommen mit Gästen, auch unter einem Meter, ist das Handschuhtragen nicht vorgeschrieben. Immer dann, wenn Mitarbeiter untereinander in einen Kontakt kommen von einem Meter, müssen sie die Handschuhe tragen, ansonsten nicht. Und insofern hängt das Tragen der Handschuhe sehr viel vom Betriebsablauf ab. Das heißt, wenn ich meinen Betriebsablauf so organisiere, dass die Mitarbeiter nicht in einen Kontakt von unter einem Meter kommen, müssen sie keine Handschuhe tragen. Praktisches Beispiel. An der Theke. Ein Mitarbeiter schenkt die Getränke auf, stellt die Getränke auf ein Tableau, wird ans Ende von Dresden gestellt und ein anderer Mitarbeiter auf das Tableau. Der Abstand ist immer über einen Meter. Diese Mitarbeiter müssen keine Handschuhe tragen, auch nicht der, der den Service zu den Gästen macht. Der muss die FFP2-Maske oder Gesichtsvisier tragen, aber nicht die Handschuhe. Ist es so, der Betriebsablauf, dass ein Mitarbeiter Bier zapft und mir die Bierkrüge in die Hand reicht, Mitarbeiter, da müssen wir Handschuhe tragen. Beide. Genau das gleiche in der Küche, solange die Mitarbeiter auf ihrer Station bleiben die und nie in Kontakt von einem Meter kommen. Und einem Meter kommen, brauchen sie keine Handschuhe. Erst dann, wenn sie im Rahmen der Arbeitszeit in Kontakt von unter anderem die Handschuhe tragen. Rezeption idem. Rezeption, Mitarbeiterinnen, die unter einem Meter Kontakt haben, müssen auf der Rezeption Handschuhe tragen. Wenn ich die Arbeit so einteile, dass die nie unter einem Kontakt von einem Meter kommen, müssen sie keine Handschuhe tragen. Insofern sehr komplex ist Arbeitssicherheit Mitarbeiter, nicht Mitarbeiterkunde. Ich glaube, jetzt sonnenklar erklärt, alles natürlich insgesamt betrachtet auf einmal. Als Dosis an Information, glaube ich, Präsident, sehr, sehr wichtig. Fühlen Sie sich vielleicht manchmal sicherlich auch überfordert. Natürlich in der Praxis wird sich das dann irgendwann auch einpendeln müssen. Präsident, wir haben die wichtigsten Fragen alle herausgeklustert. Glaube ich, haben wir so gut als möglich die wichtigsten beantworten können. Ich darf darauf hinweisen, nochmal, die Aufzeichnung läuft noch zu dieser Videokonferenz. Und die werden wir den Mitgliedern zusenden, damit man das in Ruhe nochmal nachschauen kann. Und übrigens sind natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in euren Diensten, geschätzten Mitglieder, jederzeit erreichbar via Mail und Telefon. Bitte, Präsident. Ja, danke den Direktor Dr. Gruber, Dr. Moswalder, auch den Fachexperten in unseren Abteilungen. Wir haben teilweise knapp 600 Teilnehmer gehabt an dieser Videokonferenz. Ich glaube, das Interesse ist groß, Fragen über Fragen. Ich hoffe auch, dass Sie größtenteils mit unseren Antworten zufrieden sind. Wir werden uns weiterhin konzentrieren auf klare Fakten. Wir werden Ankündigungen weniger kommunizieren, weil sich die Maßnahmen laufend ändern. Es wird jetzt eine neue Bestimmung aus Rom kommen. Die werden wir mit unseren Rechtsberatern aufarbeiten und entsprechend dann auch, wenn es notwendig ist, und ich denke schon, eine nächste Runde in dieser Form mit Ihnen planen und Sie dazu einladen. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an dieser Videokonferenz.
ich hoffe und wiederhole mich, dass Sie einstweilen ausreichend informiert worden sind und wünsche, dass wir gerade auch, was jetzt den weiteren Werdegang anbelangt, die Infektionszahlen unter Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsauflagen, die natürlich für unsere Betriebe deftig sind, aber wir sind alle dazu aufgerufen, diese einzuhalten. Wir laden aber auch unsere Gäste und Kunden ein, sich entsprechend zu verhalten. Auch diesbezüglich gibt es Hinweise, dass auch unsere Gäste und Kunden sich nicht immer an die Vorgaben halten werden. Wir werden weiterhin für Sie, werte Mitglieder, am Ball bleiben, stündlich, täglich, und Sie, und daher lade ich Sie ein, auch unsere Newsletter entsprechend auch zu lesen, zu verfolgen. Mittlerweile seit Beginn der Corona-Krise fast 30 Newslettern, die an Sie ergangen worden sind, mit den wesentlichen Inhalten zu den verschiedensten Bestimmungen. In diesem Sinne bleibt uns als Unternehmer nichts anderes übrig, als positiv in die Zukunft zu denken. Wir müssen diese Herausforderung annehmen, und ich versichere Ihnen, dass wir mit vereinten Kräften alles unternehmen werden, um entsprechend für Sie, für unsere Betriebe, die Rahmenbedingungen, wenn man es so sagen kann, so angenehm wie möglich zu gestalten in dieser sehr schwierigen Situation. Danke für Ihre Teilnahme und auf Wiedersehen.